Ja, einen wunderschönen verspäteten Abend. Was geht, Leute? Da habe ich nochmal hart mit den Kopfschmerzen gekämpft gerade. Ich hoffe, es geht euch gut. Welt hängt schon wieder. Wir sind spät dran. Wir sind wirklich spät dran. Dann würde ich sagen, wir ziehen durch, oder? Kuchi, guten Abend, was geht? Ah, ich muss noch viel höher gehen. Nicomantic, was geht? Kuchi, guten Abend. Goethe, grüß dich. Miss Bloody Valentine, was geht ab? Bifi Rolex, guten Abend. Wölfchen, was geht? Atlanta, guten Abend. Lumina Lari, grüß dich. Seidenspieler, was geht ab? Lars Firefly, guten Abend. Cooper Ninja, guten Abend. Leon Rocco, hi. Mir geht's gut und selbst? Luxoria, hallo. Blubble Moin, was geht? Captain Pinsel, guten Abend. Leon Rocco, grüß dich. Foxran, guten Abend. Warendi, was geht? Nice Rocks, was geht ab? Mella Fulus, grüß dich. McKaisi, guten Abend. Just Sabrina, grüß dich. Crash Override, guten Abend. Leon, moin, was geht? Anni, grüß dich. Dead Girl, was geht ab? Felder, hallo. Anonymous, grüß dich. Jochoma, hallo. Larelia, guten Abend. Miss Tator, was geht? Miss Lady Firefly, hallo. Wayne aka Dollar Smile, hi. Mord bekommst du nur, wenn du dir den Zeh abschneidest. Oder warte mal, das war ein Witz. War ein Witz! Hab ich. Gott, das darf ich glaube ich gar nicht so laut sagen. It's Noni, grüß dich! Kisati, guten Abend, hi. Xitor, grüß dich. Metzo, was geht? Ramtex, guten Abend. Cherry Bears, moin. Mike Yasari, guten Abend. Shishi Beef, was geht? Zoe, Sophie, hallo. Mittlere Pommes, hey, was geht? Kifster, guten Abend. Schwager Horst, moin. Tiffy, was geht? Kisati, moin. Jackie Snellfood, grüß dich. Eric Cotton Candy, hallo. Oldschool Roleplay, moin. Ketzer 4, hallo. Zoyo Mike, grüß dich. Nee, Offstream nicht. Offstream nicht. Nein, nein. Alles gut. Holy shit. Also, ich nehm's nochmal zurück. Das meine ich natürlich nicht so, ne? Für Mod muss man Casting bestehen hier. Und das, ne, also... Naja. So, erst einmal. Ich habe heute wieder Bad Hair Day. Tobias, moin. Casting Couch, genau. Kira Kars, guten Abend, grüß dich. So, was geht? Ja, geht das hier so? Ich habe gerade leider die falsche Linse auf der Cam. Deshalb, hier ist mein Mundschutz. Deshalb, ja, sehen wir uns gerade so. Und ihr habt Einblick in die Küche gerade. Objektiv. Linse, habe ich gesagt. Objektiv, richtig. Ganzes Wohnzimmer. Naja, Wohnzimmer ist hier in die Richtung. Ja. Hatte jetzt gerade nicht viel Zeit. So. Ich hoffe, es geht euch gut. Jedermann sollte... Ne, ist meine Kapuzenjacke, aber... Aber ja, es, ich liebe es halt. Hübsch hast es. Ja, es ist ein bisschen körmelig, ne? Hier hat meine Frau ihre Malsachen ausgebreitet. Und hier ist mein... Achso, ihr seht das gar nicht, wenn ich mit der Maus da gerade langfahre. Also hier ist gerade das nicht genutzte Spinningrad. Dallai, grüß dich. Was geht? Ja. Da bekommt ihr auch mal einen Einblick da rein. Zum Glück haben wir Nacht und die Rollos sind runter, sonst könntet ihr nachher sehen, wo in der Nähe des Doms ich wohnen würde. Nein, Spaß. Also. Ja, aber interessant mit dieser Linse, ne? Was Linsen alles ausmachen können. Ach, Objektive. Man merkt, ich kenne mich nie aus. Fellbär hat sich tatsächlich bei Spinny hochgeschlafen. Im Grunde genommen, ihr werdet es wahrscheinlich bemerkt haben, werde ich von meinen Mods erpresst.
Ich bin Opfer mehr gesehen. Die haben mich vollkommen in der Hand. Deshalb kann ich nur gute Worte über sie preisgeben. Also wenn bei euch was anbrennt, können wir warnen. Ja, nicht direkt, weil die Küche auf der gegenüberliegenden Seite ist. Der Backofen und der Herd. Küche ist hier so ein L-Form quasi. Ja. Ja, sind jetzt hier. Dr. Mutsch, grüß dich. Hi. So, aber wir haben schon halb. Wir müssen rein. Um Viertel nach wollten wir jemanden hops nehmen. Ich hoffe, die Jungs haben es schon gemacht. Die haben jetzt gleich den ganzen Spaß schon. So, warte mal. Jetzt gucken wir mal rein. Ich mach mal Cam aus. Das Ding ist, ich weiß nie, wann er da hier herumstreunt. Wo hast du die Cap gekauft? Tja, da habe ich mal eine Geschichte zu erzählt, tatsächlich. Also, die Cap ist ein Unikat. Was heißt Unikat? Die war limitiert. Die gab es vor Jahren mal bei LFDY. Und ich habe sie damals nicht gekauft und ich habe sie erst vor ein paar Monaten von jemandem original verpackt über eBay Kleinanzeigen gekauft. Das war ein sehr seltsamer Kauf. Angel Rapper, grüß dich. Mit einem Kumpel zusammen. Also der Typ hat 3 Caps noch davon verkauft. Zum Originalpreis. Und er hatte eine Tika Max Tüte. Ich vermute, dass er sie dort irgendwo gefunden hat und dann hatte sie schnell eingekauft und dann übers Internet vertickt halt. Das ist so meine Theorie dazu. Ja, er ist der Garagentyp gewesen. Ja, ja. So. Dam, dam. Heute ist ein richtig, richtig ätzender Tag einfach, kann ich euch sagen. Dagobert. Was? Ja, richtig. Hier, Leute, hier mit Tixo seht ihr gerade denjenigen, der die Caps im eBay-Kleinanzeigen besorgt hat. Der hat das andere Exemplar sich damals besorgt. So. Also ich würde sagen, ich bin bereit. Habe ich denn meine... Ah, okay.
Okay, ich würde sagen, wir starten rein, oder? So. Genau. Ihr seid bereit, ne? Auf geht's. Ich muss gerade noch eine API einkleiden. Aber gut, das seht ihr ja gleich. Interessante Nachricht bekommen. Woran kann das denn jetzt liegen? Mr. Napier, guten Abend. Ja, guten Abend. Gibt es ein Problem? Mr. Hall hat seine Besorgnis ausgesprochen, da es aktuell eine Bedrohungslage gegen uns gibt. Tatsächlich. Außerdem, also ja, vermehrt Präsenz unserer Freunde hier und gegenüber steht ein Anmarkt. Ja, gegenüber steht ein Anmarkt. Ja. Interessant. War dieser Mann da, der sich melden sollte? Nicht, dass ich wüsste, nein. Ja, gut, okay. Sind die anderen auch bereits vor Ort? Vukovic und Hall fahren mit dem Rebleuchter Gegend. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie den Mann ja auch irgendwo aufgekabelt. Kovalenko und Rain sind hier bei mir. Vor Mitali. Ja, ich verstehe. Gut, okay. Dann weiß ich Bescheid. Dann bis gleich. Dann bis gleich. Ich komme gleich nach hinten, ja? Ja. Hä? Hä? Ich habe einen Anruf. Von wem? Maxwell? Okay. Unbekannt, 2121. Schade, wir haben Unbekannten verpasst. Alles klar. Maxwell will, dass wir nach hinten kommen.
Mr. Napier. Ja, guten Abend. Abend. Sind Sie gerade beschäftigt? Ja, kann man so sagen. Aber mit etwas anderem. Wir melden uns, ja? Ja, gut, okay, dann bis gleich. Bis gleich. Kann man so sagen, aber mit etwas anderem. Warum, wenn dann Anmarkt ist und aufgrund der aktuellen Gefahrenlage, warum soll ich nach hinten kommen? Anmarkt ist ein Detective-Auto. Didi, danke dir für dein Abo, dankeschön. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, Leute. Ich muss gerade einen Gedanken dazu finden. Danke für dein Prime Gaming Abo. Dankeschön. Warum steht heute ein Anmarkt davor? Also der Typ, der uns erpresst, hat uns einen Zeitraum bis Freitag gegeben. Der Typ, ist das hier richtig? Der Typ, der uns die Nachricht übergeben hat, der heute um 8:45 kommen sollte, ist anscheinend Stand jetzt nicht erschienen. Aber es steht ein Polizeiauto davor. Was er damit zu tun hat. Irgendwie seltsam. Ja. Der kommt nicht, aber Cops sind da.
Ich bin aber auch doof, warum gehe ich so weit vor? Kommen Sie zu dem geheimen Parkplatz. Ich stehe vorne an der Straße, an dem Highway, wo Autos fahren. Hola? Ja, guten Abend. Hola. Sagen Sie, hätten Sie vielleicht kurz Zeit? Sí. Gut. Es ist eine Sache, die wahrscheinlich uns alle betrifft. Okay. Interessant. Ja. Yeah. Okay, wann und wo? Nun, ich bin gerade am Diner. Oben. Ja. Yeah. Okay, dann komme ich dahin. Gut, okay. Dann okay, bis gleich. Ich will eigentlich nicht an dem Auto stehen. Doch. Okay, wenn die jetzt kommen, bleibe ich so. Der Gelassene? Coole. Alter, so nicht auf jeden Fall. Elf Sternchen, guten Abend, hey. Next, grüß dich, hi. Dame Patrick, hi. Da fehlt aber noch die Lederjacke, meinst du? Jack-alike,
grüß dich, hi. Die einfach Napier warten lassen. Ah, aus dem Telefonat hast du irgendwie rausgehört, dass die weiter weg sind, glaube ich. Die Jacke ist ja so Lederjacken-like, so, ne? Jetzt wird ein Schuh draus. Sagt man das nicht, wenn es zusammenfällt oder irgendetwas nachteilig ist? Charlie Brown, grüß dich. Hi. Das sagt man, wenn etwas zusammenpasst. Ach so. Ja, stimmt. Dabei benutze ich dieses Sprichwort auch ziemlich oft mit Napier. Küki, hi, grüß dich. So wie Napier steht, kriegt er irgendwann Rückenschmerzen irgendwie. Sieht irgendwie voll ungesund aus. Total verkrampft. I'm G for ya. What's cracking? So krass sieht's natürlich auch nicht aus. Penner. Ich glaube, die lassen mich echt warten, ne? Wisst ihr, wo ich das Auto am besten hinstellen würde? Hinter diesen Container. Wer hat angerufen? Dieser Napier. Der wartet erstmal. Der Penner. Naja, Maxwell wartet ja auch. Yeah. Mr. Napier, wo sind Sie aktuell? Nun, aktuell noch im Norden. Achso, alles klar. Ja, wir sind gerade an Ihrem Haus vorbeigefahren. Aber wir fahren jetzt wieder Richtung Stadt. Wir werden dann auch wieder verfügbar, würde ich sagen. Ja, ich verstehe. Hatten Sie das Treffen heute? Leider nein, aber andere interessante Dinge sind passiert. Zur gleichen Zeit. Bezüglich zu der Sache, ja. Oder? Ja, man kann davon ausgehen. Ich sag mal so, gegenüber war dieser Russenbulle
Und auf der Terrasse war Mr. Popmeier mit noch einem anderen Kollegen. Zu genau der gleichen Zeit, komischerweise. Aber wir reden gleich persönlich nochmal. Ja, alles klar. Nun, ich treffe gerade ein paar Freunde von Übersee. Ah, okay. Ich werde dann die Herrschaften ebenfalls drüber aufklären. Ja. Achso, was ich Ihnen noch sagen kann, Mr. McTavish hat mich gerade angerufen. Die hat einen unbekannten Anruf bekommen, wo ja jemand praktisch Tick-Tack gesagt hat. Also so nachdem, dass die Zeit abläuft. Ein paar Psychospielchen. Ja, interessant. Ich habe ebenfalls einen Anruf in Abwesenheit einen Unbekannten, aber ich bin nicht dran gegangen. Ja, vermutlich der gleiche. Oder die gleiche. Ja, ich verstehe. Gut, dann melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, ja? Ja, alles klar. Dann bis gleich. Alles klar, bis gleich. Guten Nacht. Hola. Wie geht es Ihnen? Nur ganz gut, ja? Ja. Aber ich sag mal so, wenn das das Gespräch angekündigt wird mit, das geht uns alle was an, dann weiß ich nicht, ob es mir gleich immer noch gut gehen wird, ja? Nun ja, ich frag mal so. Sie, zumindest habe ich so mitbekommen, sind auf der Suche nach einer Banknummer. Nach was? Nach Bankzahlen. Einem Konto. Okay. Sie wollten diesbezüglich herausfinden, wer dahinter steckt. Okay. Und? Nun, ich habe ebenfalls eine Nachricht bekommen mit einer Drohung und einem Bankkonto. So wie ich hörte, auch andere Geschäftspartner von mir. Eine Drohung? Nun ja, ein Wahnsinniger, der $10,000 erpresst, weil er sonst irgendwelche ominösen Infos an die Polizei weiterträgt. Er hatte angedeutet, in welche Richtung die Infos gehen? Nein. So wie es sich liest, hört sich das nach heißer Luft an. Okay. Allerdings macht es mich ein wenig stutzig, als ich hörte, dass auch Sie ebenfalls einen Zettel bekommen haben. Das heißt ja für mich, es ist jemand, der von uns allen drei Kenntnisse hat und weiß, wie man diese Personen aufsuchen kann. Ja, sagen wir mal so, ich habe den Zettel nicht persönlich bekommen, ne? Deswegen musste ich auch erstmal, sagen wir, ein paar Hintergrundinformationen einholen. Nun ja. Wir haben uns gestern den Überbringer dieser Nachricht geschnappt. Oh, okay. Sein Name ist wohl Cedric. Er kommt laut seiner Aussage aus Brasilien und ist von irgendjemandem über die Grenze hier gebracht worden. Ja, sagen wir so, im Normalfall hat das Ihr ehemaliger Geschäftspartner übernommen haben. Den kann man allerdings jetzt gerade nicht fragen. Sagen wir, noch mehr Informationen über diesen Topen und über den Hintergrund zu kriegen. Ne? Aber was hat er denn gesagt, als sie den geschnappt haben? Irgendwas Interessantes gesagt? Nun ja, er sprach die ganze Zeit von einem Zufall, dass man ihn aufgesucht hätte, aber es klang alles nach ziemlich großen Lügen. Wir haben die Sache erstmal mitgespielt, um zu schauen, was sich daraus entwickelt, wenn wir ihn wieder freilassen. Mhm. Und siehe da. Heute sollte er in Italy auftauchen und auf einmal sind überall Undercover-Bullen unterwegs bei uns. Oh. Okay. Nun ja. Dahingehend wollte ich Sie in Kenntnis setzen, dass es womöglich jemand ist, mit dem Sie vielleicht auch zu tun hatten, der hierher gekommen ist. Und möglicherweise kooperiert dieser mit der Polizei, um uns alle Geschäfte zu schaden. Okay, gehen wir davon aus, dass derjenige will ein bisschen Kohle verdienen, einen Ausweis, sagen wir, für die Kooperation und eine Aufenthaltsgenehmigung im Tausch gegen uns alle. Die Möglichkeit besteht.
Die Sache ist, die Polizei muss von ihm involviert sein. Sonst würde es gerade nicht so voller Leute von denen bei uns im Italien werden. Okay. Haben Sie die Nummer von diesem Cedric oder irgendwas? Stand jetzt noch nicht, nein. Okay, auch kein Aufenthaltsort oder sonst irgendwas, wo er sich aufhält? Nein. Wo er abhängt, irgendetwas? Dahingehend, wie gesagt. Lügen, Lügen, Lügen. Was für ein Landsmann ist der Cedric? Wie gesagt, Also Brasilianer, aber ist er dunkel, hell? Warten Sie. Eine unbekannte Nummer. Ja. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Ja, die Uhrzeit für... Ja. Das war aber ein kurzes Gespräch, ja? Nun, das ist genau dieser Erpresser wahrscheinlich. Okay. Ja. Was stellt er für Forderungen, ne? Nun, er hat ein Geräusch, eine Uhr gemacht. Genau das hat er auch bei anderen Geschäftspartnern bereits getätigt. Dann kann ich ja glücklich schätzen, dass mich noch keiner angerufen hat, hä? Ja. Macht mich aber nicht unbedingt, beruhigt mich aber nicht unbedingt. Nun ja, sollte jemand einen von Ihrer Seite angerufen werden, könnte man ja schließlich auch einen Kreis eindämmen, würde ich behaupten. Aber wenn wirklich die Polizei da mit drin steckt, dann will ich mal behaupten, dass sie nur die Nummer von ihnen bekannten Leuten haben. Nee, da falle ich nicht drunter. Ja. Also ich, keine Ahnung. Nur mal zum Verständnis, ja? Ich hab nicht zufällig irgendwie Polizisten, der ein bisschen Kleingeld verdienen will. Ich meine, man kennt Leute, die Leute kennen, die wiederum Leute kennen, ne? Und keine Ahnung, vielleicht ist da zufällig irgendwo Polizist dabei, der nicht gegen eine kleine Finanzspritze hat, ne? Ja. Nun, ein Kopf für. Kleinvieharbeiten haben wir leider nicht an der Hand. Das ist traurig. Vielleicht weiß ich da was. Muss mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das dann anstelle. Ist aber nicht in Schwierigkeiten zu kommen, aber... Hat er ein Ultimatum gesetzt? Ja, nun, bis morgen. Bis morgen? Ja, bis morgen sollen auf den Konten $10,000 eintrudeln. Ansonsten kommen irgendwelche Infos an die Polizei. Aber wie gesagt, das Ganze wird ein Bluff sein. Es gibt nichts, was die Herrschaften interessieren könnte dort oder womit sie was anfangen könnten. Okay. Dreck. Nun ja, die einzige Intention, die ich mir vorstellen kann, ist, dass man versucht, uns auseinanderzureißen, sodass wir die Kontakte erstmal ein wenig ruhen lassen. Und dass wir eventuell auch unsere Spielsachen von uns wegschaffen. Vielleicht will irgendjemand uns auch schwächen. Oder unsere Geschäfte stören. Ja, man hört immer wieder, dass irgendwo, sagen wir, sich Leute auftun, die eventuell auch Interesse an legalen Geschäften haben. Was genau meinen Sie? Naja, ich sag mal so. So wie ich das höre, seid ihr nicht die einzigen Geschäftsmänner hier in der Stadt, ja? Also naheliegend ist das schon, ne? Ja, nun ja, es gibt mit Sicherheit auch andere Geschäftsleute hier.
Okay. Mit interessanten Strukturen. Was meint er jetzt? Aber davon wisst ihr bestimmt, ha? Erzähl ich ja nichts Neues. Nun ja, in der Regel sind uns die Geschäftspartner hier in dieser Stadt bekannt. Okay. So, wenn das so ist. Ja, wenn von denen keine Gefahr ausgeht, dann. Dann weiß ich auch nicht. Nun ja. Es gibt den einen oder anderen, der wahrscheinlich mit sich selbst innerhalb seiner Strukturen zu kämpfen hat, aber es ist fraglich, ob es Parteien wie uns damit reinreißen könnte. Also gehen wir einfach nur mal davon aus, dass es eine Einzelperson ist, der, wie ich schon sagte, vor ein Stück Papier, wo sein Name drauf steht, mit einem Stempel von der Regierung, inklusive ein kleines Taschengeld, was er sich nebenbei noch holt, Drohungen ausspricht, die er im besten Fall nicht umsetzen kann, ha? Huh? Ich gehe. Achso, ja, ich glaube nicht, dass der Cedric das ist. Nun ja. Es könnten zumindest zwei Leute involviert sein. Der Überbringer dieser Zettel, als Handlanger und jemand, der das Ganze steuert. Aber es ist natürlich auch möglich, dass die Polizei das komplett in ihrer eigenen Hand hat. Aus irgendeinem Grund müssen sie diesen Spitzel ja, beziehungsweise diesen Überbringer ja beobachten. Okay. Also sagen wir mal so, wenn jemand ohne Ausweis erwischt wird, ja, und ich meine, ich habe das jetzt schon ein paar Mal miterlebt, ja, wird jemand ohne Ausweis erwischt und der wird durch die Mangel genommen. Ja? Die meisten bleiben standhaft, weil die auch sagen, wie ihr einen gewissen Ablauf durchleben muss, auf dem Weg von ihrer Heimat bis hierher. Ja? Und innerhalb dieses Ablaufes werden einige Sachen getestet, erfragt, die Leute werden auf die Probe gestellt. Meistens schaffen es durch dieses Programm die Leute, die wirklich auch die Schnauze halten können. Ne? Aber man weiß nicht, wie die Umstände manchmal sind, wenn sie dann ein paar Monate hier leben. Vielleicht verweichlichen sie, vielleicht haben sie andere Interessen, vielleicht. Keine Ahnung, beeinflussen sie irgendwelche Leute und dann kann es doch sein, dass sie vielleicht durch so eine Befragung von der Polizei so ein bisschen weich werden, ne? Und vielleicht haben wir da wirklich einen Kandidaten, der einfach denkt, er tut jetzt gerade das Richtige, ne? Und die Polizei nutzt dieses, ne? Um vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen auf den Geist zu gehen, ne? So wie ich gehört habe, und das habe ich vor, wann war das? Keine Ahnung, vor 2 Wochen oder so? Habe ich gehört, dass ihr Café sowieso rund um die Uhr, sagen wir, belauscht wird, ja, und beguckt wird. Also auf dem Schirm ist der Laden auf jeden Fall. Ja? Vielleicht, yeah. Vielleicht ist das jetzt die Möglichkeit, jemanden aus der Reserve locken zu können. Ja? Oder eben nicht. Nun, das definitiv. Also, dass die Cops immer wieder ein Auge auf uns werfen, das stelle ich gar nicht in Frage. Okay. Heute ist es aber besonders auffällig. Aber bisher scheinen die ja nichts in der Hand zu haben, ne? Also wenn jetzt jeder die Füße stillhält, wird wahrscheinlich nichts passieren, ne? Ja, ganz genau. Deshalb habe ich ihnen Bescheid gegeben, damit sie, falls sie dahingehend weiter rumfragen, wissen, dass die Polizei auf jeden Fall mit drin steckt. Okay. Nun ja, und zu den Leuten, die viel reden. Ich kann Ihnen sagen, in der Vergangenheit gab es so einige davon, die, nun ja, den einen oder anderen Weg hier in diese Stadt gefunden haben. Mhm. Für Miss Enrique und auch für Miss Spooky und Miss Boo haben wir, allen voran ich, die Aufgaben gehabt, diese Leute. Nun ja, aufzufinden und zu beseitigen. Okay. Ich hätte jetzt auch nicht großes Interesse gehabt, das selber zu machen, um ehrlich zu sein, ne? Nun ja, dann sind sie aber nicht aus dem gleichen Holz geschnitten wie mit Enrique. Mit dem habe ich schon ganz schön wilde Abende verbracht. Das ist gut möglich, ja? Aber ich sag mal so,
Wenn ich jede meine Geschäfte weiterführen mochte, ja, dann muss ich mich, sagen wir, weitestgehend aus solchen Dingen raushalten und Leute finden, die ja Spaß daran haben. Ja? Denn wie man an Enrique sieht, sind Leute, die zu viel Spaß an solchen Dingen haben, irgendwann vielleicht selber Teil solcher Dinge. Ja? Nicht gut. Ja. Yeah. Sagen wir so, Enrique hat vielleicht nicht mehr Eier gehabt als ich. Aber vielleicht hat er, sagen wir, den ein oder anderen Gehirnzelle weniger gehabt, ha? Und das wird solchen Leuten meistens zu Verhängnis. Ja, nun gut möglich. Von Künstler zu Künstler habe ich höchsten Respekt zu Mr. Enrique gehabt. Künstler, ha? Huh? Und ja, so haben wir unsere Arbeit natürlich bezeichnet. Okay. Ja, der eine so und der andere so. Womit ich den Müll nach draußen bringe, ha? Huh? Der andere nennt es Kunst. Ja. Yeah. Aber so unterscheidet sich das, ne? Der eine nennt Schachsport, der andere nicht, ja? Gewiss doch, ja. Okay. Naja, sollte irgendetwas noch aufkommen oder Sie irgendwas in Erfahrung bringen oder irgendwas anderes sein sollte, dann können Sie mich gerne anrufen. Okay, ich glaube, dahingehend sollten wir uns auf jeden Fall austauschen in Zukunft. Wenn sich da noch irgendwas ergeben sollte, jetzt sagen wir morgen zum Deadline Day, ja, dann einfach mal Bescheid sagen, ne? Interessiert mich dann doch. Ja. Nun ja, wichtig wäre vielleicht, wie ist dieser Zettel zu Ihnen gelangt? Also ich habe ihn aufgefunden, ne? Ich habe zu dem Zettel keine großen Fragen gestellt. Ich habe ihn gelesen. Aber wie er jetzt genau zu uns gelangt ist, weiß ich auch nicht. Da muss ich auch erst nachfragen, ne? Ich weiß nicht, ob Enrique den vielleicht schon bekommen hatte oder ob ihn einer von meinen Geschäftspartnern bekommen hat. Ich habe den Zettel wahrgenommen. Fertig. Solange keiner Alarm schlägt, der den Zettel entgegengenommen hat, halte ich das für einen schlechten Scherz. Ich sag so, wenn einer von meinen Leuten das nicht für einen schlechten Scherz aufgenommen hätte, sondern für eine ernste Bedrohung, dann hätte er mir was gesagt. Zugehend zu dem, dass ich das schon gesehen habe, ja? Yeah. Also von daher bin ich erstmal von einem schlechten Scherz ausgegangen. Dass weitere Zettel unterwegs sind, das wusste ich nicht. Macht die Sache aber interessanter. Ja, yeah. Nun ja. Da, wo der Zettel angekommen ist, können Sie davon ausgehen, dass zumindest die Polizei weiß, dass die Spur bis dorthin zu Ihnen wahrscheinlich führen könnte. Mhm. Dann hoffe ich einfach mal, dass Enrique den Zettel entgegengenommen hat, ja? Denn die werden den wahrscheinlich genauso wenig auffinden wie ich. Nun ja. Oder Sie haben ihn schon. Wenn Enrique? Ja. Yeah. Haben Sie. Oh. Sind Sie. Haben Sie dahingehend schon Bestätigung? Bestätigung? Ich habe die Bestätigung, sagen wir dahingehend, dass er wahrscheinlich verreckt ist, ja? Das ist alles. Dass womöglich, sagen wir, jemand hier aus dieser Stadt dafür verantwortlich ist. Ja, interessant. Mhm. Also ja, da könnten Sie nicht mal die Cops schon ausschließen. Das weiß ich nicht, ja. So gut kenne ich die Cops nicht. Nun ja, auch von unserer Seite wurde der ein oder andere schon von denen eingepackt und in irgendeinem Raum mit einer Knarre im Mund verhört. Hat jemand abgedruckt? Nein, nein, das trauen die sich nicht. Bis jetzt, das ist ein großer Schritt. Tatsächlich. Aber es gibt immer das erste Mal. Nee, aber ich sag mal so, das, was ich vorgefunden habe und das, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, hat weder damit zu tun, dass jemand hat eine Pistole im Mund gehabt und dass es eine Drohung war. Das sah eher nach einem, sagen wir, Erschießungskommando aus, ja? Ja, ich verstehe.
Seltsam. Ja. Kaufst aber irgendwann was? Kriegt man das dann aus, ne? Keine Ahnung. Manchmal mulen die mulen langsam, oder wie sagt man, ne? Ja, durchaus. Früher oder später. Nun ja, gibt es immer irgendwas, was dem Tageslicht hervorsticht. Das ist richtig. Also wenn sie dahingehend irgendwas hören, dann nehme ich die Information natürlich gerne an, ne? Ich meine, sie kennen ja auch viele Leute, ja? Wenn uns heute dahingehend ebenfalls mir was zu Ohren kommen, lasse ich es dir wissen. Nee, das wäre nicht ganz unwichtig. Gut, okay. Dann werde ich jetzt meinen Geschäftstermin wieder wahrnehmen. Alles klar. Okay, wir bleiben dann in Kontakt, ne? Ja. Es war noch ein angenehmer Abend. Perfekt, bis dann. Ja, ne? Akzent ist echt nice. Oh, hoffentlich beeilt er sich. Pelle, come on! Nein! Nur eine Orange. Scheiße. Ich brauch Wasser. Ich weiß, wo ich was bekomme. Aber Nepi muss es bis dahin noch schaffen. Obwohl, ist nicht beim Sheriff Department irgendwo noch ein Kiosk? Oh, ich weiß nicht wo. Voll verfahren jetzt. Oh, snap. Oh, scheiße. Da ist Sheriff Department. Was ist denn das? Ah, hier. Egal was. Dann eben Sprung. Oh. Oh, Gott sei Dank. Puh, das war aber knapp. Nika! Danke für dein Prime Gaming Abo, dankeschön!
Ich würde gerne... Brennende Mülltonne da. So. Ja. Yeah. Wo sind Sie gerade? Bei der Stadtpark Nordseite, Sie? Sind Sie dort beschäftigt? Nein, keinesfalls. Ausgezeichnet. Ja. Nun, ich benötige jemanden, der mich oben im Norden abholt. Ja, ich bin unterwegs. Bei Ihnen zu Hause? Nein, nicht direkt. Wissen Sie, wo dieses dieser Trailerpark ist am Alamosee? Da, wo überall diese Flaggen von diesem MC sind. Ja, da war auch dieser schwarze, wie heißt das Ding? Dieser schwarze Geländewagen steht, wo der Trailer auch einer von denen offen steht. Ja, das kann sein. Dort ist auch eine Bühne mitten im... Dort nicht, aber dort ist eine Brücke in der Nähe. Ja. Welche Richtung Sandy Shore führt. Ah. Ja. Ja, dort können Sie mich abholen. Ich bin unterwegs, ich bin schon auf dem Highway. Gut. Also leider auf dem falschen Highway, aber gut. Ich bin in circa 7 Minuten da. Alles klar, dann bis gleich. Angenehm. Ja, Tivo und Tio scheinen unterschiedlich. Wir kennen nur Tivo halt, ne? Wegen dem Busclip, ne? Ach, ich vermisse Henrike, ehrlicherweise. Thank you.
Wisst ihr was? Wenn ich mir so angucke, ich hätte viel lieber ein bisschen, also ich hätte gerne mehr RP im Norden. Richtig schön. Ich liebe das voll hier. Ich merke ja, warum er wieder so lange warten muss. Ah, guck mal, der Shadow, ey, der weiß, wo er hinkommen muss. Ja, das ist der Shadow. Guten Abend. Guten Abend, Cagliola. Wie geht's Ihnen? Ja, einmal zum Italy. Ja, gerne. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ja, tatsächlich gibt es dir. Ja. Mr. Bischlaff hatte mich angerufen. Beziehungsweise, ja. Ach ja, ich habe ihn ein bisschen verarscht. Er beschattete das Little Italy und ich machte Anstalten mit 100 Sachen ihm hinten reinzufahren. Hat er sich fast in die Hose gekackt. Aber ja. Ja, er rief mich dann an und er scherzte, so wie der Smalltalk halt so ist, normal. Und dann ließ er durchblicken, dass mit den Worten, ich hätte mich für eine Seite entschieden, dass er über meine Entscheidung, das, was ich an sie weitergetragen habe, bereits Kenntnis besitzt. Hä? Ja, nochmal. Wie kam er darauf, dass er kam darauf, dass ich über ihre Sachen Kenntnis habe, oder? Nein. Er meinte, nein, das schließe ich daraus, das wurde so nie gesagt. Sondern es hieß ja, er sagte mir ja, ich solle irgendwie sie bespitzeln. Und er geht auch fest davon aus, dass ich mich dagegen entschieden habe. Und er geht aber auch fest davon aus, dass ich für sie arbeite und Dinge tue, was auch immer, welcher Natur. Und ohne meines Zutuns oder dergleichen kam er dann mit der Aussage, ja, ich hätte mich jetzt entschieden irgendwie. Für eine Seite, bla bla. Ich weiß es nicht. Wer hat denn davon erfahren, als ich Ihnen erzählt habe, dass Mr. Bischlaff da was, also wer weiß noch darüber Bescheid, was bei Mr. Navarros Party mir Bischlaff mir erzählt hat, außer Sie? Nun, tatsächlich nur wir beide. Auch der Plan mit Miss McTavish wissen nur Sie, ich und Mr. Bischlaff. Ja, Mr. Bischlaff, ja, jedoch weiß Mr. Bischlaff nichts von Ihnen, was das angeht. Ja, okay, dann wird das ein Bluff gewesen sein. Aber ich dachte mich zu entsinnen, dass eventuell jemand anderes noch davon weiß. Oder dabei stand, als ich Ihnen das erzählt habe. Es halt, hat mich sehr beunruhigt, dass Mr. Bischlaff sozusagen suggeriert, dass er Informationen aus ihrem Umfeld herausbekommt. Ich meine, er hat geblufft und eingehend sollte ich mir dann keine Sorgen machen, wenn es ja nur sie und mich betrifft. Ja, yeah. Nochmal, also... Also ich glaube, er hat nur geblufft in der Hinsicht, ja. Was war denn in der einen Nacht, wo wir am Kabarett standen mit Mr. Pellegrini? Ja. War das da auch Thema gewesen? Da war Gunnar Thema und da so. Frau McTavish Thema. Jedoch war es nicht das direkte Thema
Da war, da war eigentlich nur über meine Aufgaben. Das, was Mr. Bischloff an mich herangetreten ist, war da meines Wissens nach nicht besprochen. Ja, ich verstehe. Ja. Davon ab, Mr. Pellegrini ist sehr vertrauenswürdig. Ja. Ja, tatsächlich. Also hätte ich Sie heute nicht erreicht, hätte ich mit Mr. Pellegrini darüber gesprochen. Besorgniserregend gewesen. Ja. Yeah. Aber gut, wenn das... Gut, ja. Okay. Und er denkt jetzt, dass Sie sich für mich entschieden haben, anstatt für ihn zu arbeiten. Ja. Aufgrund wessen Tatsache? Weiß nicht, vielleicht einfach, weil ich sage, ja, das ist halt auch was wieder beteuert, dass es vielleicht doch kein Bluff war, eben, dass er seine, dass die Reaktion auch gestützt war auf meine Aussage, dass er sich nicht einbilden soll, ich tue irgendwelche Dinge. Wenn ich irgendwas für das Kabarett mache, ist es meistens, Mr. Chernobog, holen Sie mich ab und fahren Sie mich dorthin. Oder singen Sie das oder gehen Sie dorthin und holen Sie einen Künstler. Das entspricht 99% meiner Arbeit beim Kabarett. Das habe ich ihm so gesagt und daraufhin, hat er mich auch beim letzten Mal schon ein Lügner genannt und hat dann diese Aussage getätigt, so dass das für ihn dann sozusagen scheint, ich hätte mich entschieden. Ja. Ja, ich verstehe. Ja, es ist kalt. Ich wollte den Kabarett hadern, ob ich den mit so einer Sache warte, belästige, aber. Ja. Dann ruhig weiter. Nochmal bitte? Sind Sie gerade bei uns guten Freunden? Ne? Nein, nein, ich bin jetzt auf dem Weg zum Italy. Haben Sie wegen unserem netten Gast von gestern nachgefragt? Ja. Und? Nun, hat er leider keine Antwort, weil sein Geschäftspartner, der die Geschäfte früher getätigt hat, ja, zurzeit verschollen ist und er deshalb keinen Einblick auf seine Arbeit hat. Ja, das war ja laut seinen Aussagen vor ein, zwei Wochen. Nun ja, also, so wie ich das nun verstanden habe, hat er noch keine Geschäfte in dieser Richtung getätigt. Hatte ich mir schon fast getan. Okay. Ja, gut zu wissen. Ja, dann bis gleich, Mr. Nebby. Ja, bis gleich. Hinten vorne? Ja, bitte einmal nach hinten. Ich hörte Mr. Bischloff. Achso, Sie haben mir es ebenfalls gesagt. Mr. Bischloff ist hier irgendwo mit seinen Fußvolk hier unterwegs, ne? Also im Fußvolk? Das letzte Mal war er alleine unterwegs. Aber ja, der ist heute schon den ganzen Tag hier. Ja. Gibt es dafür einen Grund? Wissen Sie das? Nein. Guck mal, die Katze von ihm geht durch. Er schaut sich um, wer ein- und ausgeht und ja. Einfach so. Ich habe ihn jetzt nicht explizit gefragt. Ja, interessant. Mr. Bischloff hat anscheinend ein persönliches Problem. Ich lebe immer nach dem Motto so, die machen ihre Arbeit, wenn sie ihre Arbeit machen, das ist ja nur deren Aufgabe. Aber wenn sie versuchen, jemandem was in die Schuhe zu schieben oder das persönlich zu machen, dann muss ich mich wohl mit denen beschäftigen. Ja. Yeah. Mr. Bischloff scheint mir das persönlich zu nehmen. Ja. Naja, eine Sache, die man. Die sich anscheinend aktuell als ziemliche kalte Option bestätigt. Ich glaube, auf kurz oder lang können wir Mr. Bischloff nicht gebrauchen. Ja. Er macht keine Bewegungen in die richtige Richtung. Ja. Naja, warten wir ab. Gut, ja. Okay. Kann sein, dass ich später auf die Nummer zukomme. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Genau. Tja, nun müssten wir auch mal langsam reinholen in die Family. Oder? Dann müssen noch ein. Bischloff, der. Okay. Ja,
Es gibt eine Sache, damit er in die Familie kommt. Wie die Autos aussehen, ne? Holy shit. Ausbau der Ostblock-Mafia. Guten Abend. Guten Abend, Mr. Nebbi. Grüße. Guten Abend. Nun, die Herren von Übersee waren ebenfalls nicht sehr viel in Kenntnis über diese ominöse Bank, dieses ominöse Konto, was sie bekommen haben. Aber sie haben auch einen Zettel erhalten, ne? Ja. Hm. Sie wissen aber nicht, zu welchem Zeitpunkt. Zumindest wusste es Mr. Tivo nicht. Er selber hat ihn nicht bekommen. Anscheinend einer seiner Geschäftsfreunde. Okay. An ihn interessiert, oder? Wenn nun ja. Grundsätzlich ist es immer interessant, wer ihn bedrohen möchte. Wer so wahnwitzig ist, natürlich. In erster Linie habe ich ihn erstmal darauf vorbereitet, dass es womöglich die Polizei ist, die dahinter steckt. Nach der Sache, die sie mir vorhin erzählt haben. Oder glauben Sie, dass diese Überwachung nichts damit zu tun hatte? Ja, ein anderer Gedanke, der mir gerade kam, ist, dass vielleicht die Polizei auch ein Zettelchen zugespielt bekommen hat. Dass sie vielleicht heute zu genau dieser Zeit, wo wir ein Treffen vereinbart haben, dass hier vielleicht irgendwas stattfinden soll, wie auch immer, dass sie dadurch auf den Plan gerufen wurden. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, seit kurz vor kurz nach 8:30 stand Mr. Bischler vor, das glaube ich, ist das dieser Russe von der DTU? Danke für dein Abo, dankeschön. Yes. Ja. Stand gegenüber vom Italy, total auffällig. Ich hatte ihn einmal gefragt, ob er einen Kaffee trinken möchte, hat er verneint. Oh, Moment, da muss ich kurz ran. Ja, Mr. Spike. Ja, war es dann so, dass die erstmal hier standen und Hall meinte, dass auf der Terrasse da auch einige Undercover-Cops standen und aufgepasst haben auf das Italy sozusagen. Die Maras haben einen von den Vitus Locus. Okay, dann würde ich sagen. Ja, sollen wir uns beeilen. Ja, zwei Wägen, falls sie verfolgt werden. Was brauchen Sie? Tscherno oder sonst einen noch? Nein, ich denke, das kriegen wir zu viert hin, oder? Das ist jetzt so aufwendig, bis die wieder da sind. Ja, gut, genau. Okay. Wir sollen uns beeilen. Gut, sollen wir Knarren holen? Nee, brauchen wir nicht. Die haben den ja schon unter ihrer Gewalt. Alles klar, ja, meine Zahnstocher habe ich dabei. Alles klar. Gut, dann. Ja, gehen wir mal auf Robbenjagd. Ja. Yeah. Viel Erfolg. Dann bis später. Bis später. Kommen Sie. Ich habe ja gesagt, Sie sollen es alleine machen. Ja, wenn ich da jetzt hingehe, dann das wäre scheiße, das macht man nicht. So, da denke ich halt auch an die Spieler dahinter, aber auch an die Figuren IC, ne, die natürlich dann auch wieder klein gehalten werden, weil Napier wieder dann dabei steht und alles übernimmt, so. Das ist halt das Ding. Deswegen ist es schon gut, wenn wir die alleine machen lassen. Mr. Napier. Ja, guten Abend.
Ich wäre jetzt hinten im Atelier. Alles klar, ich bin unten mit Mr. Rains, ich komme jetzt hoch. Ich verstehe, dann bis gleich. Bis gleich. Keine Zigaretten mehr. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ist Mr. Rains nicht hier? Doch, der, ich weiß nicht, glaubt, der telefoniert noch. Yep, er telefoniert. Ja, was gibt's Neues aus dem Norden? Nur entstand jetzt nicht allzu viel. Es war nur ein kurzes Treffen, um ein paar Dinge abzuklären. Bezüglich dieser komischen Zettelchen, die man von allen Seiten bekommt. Ach ja, stimmt. Da ist gestern irgendwas passiert. Irgendwer sollte sich heute melden vor der Mitte. Die hat es aber nicht getan, glaube ich. Ja, stattdessen war alles von der Polizei. Richtig, ja, genau. Übrigens vor dem Tattoo-Studio auch. War gerade mal drin. So. Ja, ich sag mal, es ist ziemlich offensichtlich, dass sie der Präsenz zeigen. Ja, und das habe ich bereits vor anderthalb Wochen allen erzählt. Und deshalb sollten wir auch außerhalb uns die Leute schnappen. Ja. Ja, das war jetzt nichts, wo ich gehofft hatte, Ergebnisse zu finden, aber was denken Sie, wie lange die Polizei die Präsenz dort aufrechterhalten kann und wird? Das Hemd ist übrigens gerade mit dem Chef da weggefahren. Nun ja, grundsätzlich reden wir von einem Tattoo-Laden. Und da die Polizei darin involviert ist, sollten wir auch eine gewisse Stärke und Präsenz zeigen. Nicht den Cops selber gegenüber, sondern es ist eine Demonstration unserer Macht, wenn wir Mr. Hampton und seine Frau im Privaten erwischen. Im Kollektiv fühlen sie sich stark, aber wenn man ihnen die Sterblichkeit aufweist, ihnen und den Personen, die ihnen nahestehen, dann werden sich die meisten wahrscheinlich ihres eigenen Lebens nochmal bewusst sein und sich die ein oder andere Sache überdenken. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Worauf ich hinaus wollte mit meiner Belegung ist, meinen Sie, wenn jetzt einen Monat lang offenkundig nichts passiert, dass die Polizei immer noch am Tattoo-Laden stehen wird? Ich sag nicht, dass es eine Option ist, aber es ist eine Überlegung, wie die Polizei denkt und agiert. Guten Abend, Mr. Nick. Guten Abend. Nun, wie gesagt, das ist ein Tattoo-Studio. Das ist kein großes Unternehmen, wo wir ein wenig Ruhe walten lassen und dann weiter voranstürzen. Natürlich haben Sie recht, wir könnten das Ganze abflachen lassen und in einem Monat wieder aufkreuzen dort. Aber dann müssten wir es für jeden kleinen Scheißladen machen hier in der Straße. Deshalb wäre es wichtig, wenn wir einmal ein einmaliges Zeichen setzen. Ja, achso, was anderes. Für Sie zur Info, ich werde ein Konzept einreichen. Nicht für mich, sondern im Auftrag einer Klientin für den Bekleidungsladen und das Gucci. Ja, warten Sie kurz. Ja. Ja, die Sache ist gelaufen.
schon. Ja. Sind Sie noch in Mitte, die? Ich bin gerade in Mitte, ja. Vorne oder hinten? Hinten mit Mr. Maxwell und Mr. Rex. Ja, wir sind wieder da. Ja, gut, dann bis gleich. Boah, ging aber schnell. Ja, das ging ja schnell. Sie möchten ein Konzept einreichen für einen Bekleidungsladen. Richtig, genau. Ich habe dort ja, durch Zufall einen Strohmann gefunden, der dort den CEO spielen wird. Es liegt aber trotzdem oder würde dann trotzdem in der Hand von Miss Kane liegen, die auch die hier Aphrodonus führt in Vinewood. Yeah. Wenn das Ganze durch ist, dann bekommen wir 10% der Wocheneinnahmen. Ja, ich verstehe. Hat sie für den jetzigen Laden einen Consulting-Vertrag bekommen? Mr. Washington wollte sich darum kümmern, dass das nicht notwendig ist. Nun ja, ist dafür der Vertrag nicht extra? Damit wir alles schön legal laufen lassen können. Ja, nicht so, so mal, gut Fuchs. Entschuldigen Sie. So mal haben Sie darüber dann einen besseren Überblick. Ja, da haben Sie grundsätzlich recht. Aber wenn Mr. Washington sagt, das wird nicht notwendig sein, dann erkenne ich das an. Miss Kane ist auch außerordentlich kooperativ. Nun ja. Wir machen den Consulting-Vertrag. Sprechen Sie mit Miss Kane diesbezüglich. Wie Sie möchten. Ja. Yeah. Gut, okay. Wenn das soweit klar ist. Bis dann. Ja. Wie lief es jetzt vor Ort dort? Naja, als wir ankamen, ist eine Menge Blei durch die Luft geflogen. Anscheinend. Also ich erkläre es Ihnen kurz. Der Spike hat mich angerufen, wir sollen schnell dahin kommen. Die haben einen von den Vitus-Logos. Wir dann da angekommen sind, ja, sind da die Leute wie wild gewordene Hühner durch die ganzen Gassen gelaufen und es sind einige Schüsse gefallen. Wir haben uns dann natürlich wieder direkt entfernt und ja, 20 Sekunden oder 10 Sekunden danach war alles voller Polizei. Ja, also konnten wir nicht mit den Herrschaften reden, ja. Nein, leider nicht. Der Spike hatte mich dann eben auch nochmal angerufen. Ihm geht's wohl gut, aber es wurden wohl ein paar seiner Leute getroffen. Und wir sollten uns, ja, schnell wegmachen dort. Wie kam es dazu? Sind irgendwelche Leute von den Vitas dorthin gegangen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Keine Ahnung. Aber anscheinend schon, wir sind da aufgetaucht und wir haben nur 10 oder 15 Leute sogar in alle Gassen rennen sehen, die Verrückte. Ja. Ein paar mit roten Kleidungsstücken, ein paar mit blauen. Das heißt, rot ist ja Vitus Locus, blau sind ja die Maras. Ja, keine Ahnung, vielleicht haben die davon Wind bekommen, vielleicht haben die das beobachtet, dass einer von den Vitus eingepackt wurde, haben sich dann ja, zusammengerottet und sind da einmarschiert. Keine Ahnung. Ich denke, wenn sich das beruhigt hat, wird man nochmal mit den Maras sprechen, was da genau gelaufen ist. Allerdings haben wir jetzt keine Infos, was genau dort vorgefallen jetzt ist. Ja, ich verstehe. Dann warten wir ab, bis die Herrschaften sich melden, um das Ganze abzusprechen. Ja, richtig. Ja. Edonia. Wie äußerst bedauerlich. Ich hörte, beim Tattoo-Laden ist ebenfalls ziemlich viel los aktuell. Ja. Das kann gut sein. Von dem Drive-By von Vukovic haben Sie mitbekommen, oder? Sie haben einen Drive-By gemacht. Vukovic, ja. Mit Mr. Hall zusammen. Ja, die beiden. Heute? Ja, vorhin. Von einer Stunde oder so war das, oder? Ja, anderthalb. Ja, seitdem, wie gesagt, sind die Bullen wie Hühnchen. Mr. Hall und ich wurden angehalten von der Polizei aufgrund eines Verdachtes,
haben dann darauf bestanden, unseren Kofferraum zu sehen, aber da war anscheinend nichts Interessantes. Und Mr. Rain, Sie waren doch auch am Tattoo-Studio, habe ich mitbekommen. Ja, richtig. Tatsächlich vor dem Tattoo-Studio. Für wenige Minuten, aber da war einiges an Polizei. Was heißt einiges? Eine Streife. Aber nicht, dass Sie denken, dass ich da irgendwas Wildes gemacht habe. Es ist tatsächlich so, dass ein neuer Anwalt in der Stadt, Mr. Kingston, ein ehemaliger Staatsanwalt. Das bedeutet, als ehemaliger Staatsanwalt hat der Mann gesetzlich das Recht, sofort als Anwalt eingesetzt zu werden. Er hat sich da ein Tattoo stechen lassen und ich bin mit Mr. Maxwell hingefahren, habe ihn in das System der Anwaltskammer eingetragen, mit ihm noch 5 Worte gewechselt, über Mr. Henker gelästert und dann sind wir abgehauen. Also, yeah. Mit dem Tattoo-Studio hat er das gar nichts zu tun. Ja. Boah, das ist ja das in der Navy. Gut, ne? Ja, Sie haben bestimmt angerufen, einfach durchklingeln, ja, so. Ja, richtig. Genau, genau. Ja. Steht irgendwas an? Ansonsten würde ich mich demnächst vermutlich ins Italy mal begeben. Oder mal die Telefonliste abklappern und so. Genau, und aktuell sind wir alle hinten im Italy. Mhm. Im Bunker, ja. Ja, ganz genau. Mhm. Ja, dann tauche ich in den nächsten paar Minuten mal auf. Sie. Ja, gut, alles klar. Dann bis gleich. Gut, bis gleich. Ciao, ciao. Wer kommt? Ja, Mr. Pellegrini kommt jetzt. Gut, okay. Dann warten wir die Sache ab. Bezüglich Vespucci. Was dabei rauskommt. Ja, da bin ich mal gespannt. Gut, alles klar. Vielleicht können Sie ja, wenn Mr. Pellegrini kommt, mit Miss Kane die Sache mit dem Consulting-Vertrag angehen. Ja, das werde ich machen. Dann haben wir wenigstens das für heute schon mal erledigt. Gut, die nächsten Tage werden Sie mit Mr. Schwarz sprechen. Ja, Samstag kommt er zurück, sagten Sie. Mir wurde voraussichtlich Samstag gesagt, ja. Ich weiß nicht, ob ich Samstag selbst die Zeit finden werde. Da ist mein Trainer recht voll. Danke für dein Prime Gaming-Abo, dankeschön. Aber am Wochenende auf alle Fälle. Ja, das verstehe ich. Gut, okay. Von Ihnen weiß keiner, wo sich dieser Mr. Cedric aufhalten könnte, ja? Nein, keine Infos. Das Einzige, was er gestern gesagt hat, weil ich gefragt habe, wo er denn haust bzw. wohnt, meinte er, unter irgendeiner Brücke, unter irgendeiner Pennerbrücke schläft er wohl. Aber ja, ob das stimmt, fraglich. Vor allem nach dem, was hier heute los war. Weißt du, also was ich vorhin noch erzählen wollte, als wir unterbrochen wurden... Wie gesagt, Mr. Bischloff war gegenüber des Italys und Mr. Popmeier und noch einer sind hier tatsächlich auf dieser Terrasse gegenüber rumgeschlichen. Wir haben das Auto von DTU an der Straße stehen sehen. Ich habe mit Mr. Hall angehalten, wir sind dort spazieren gegangen und haben einen schönen guten Tag gewünscht. Ja, der andere Kopf war vermutlich Mr. Milenzi. Zumindest waren die beiden auch gerade am Tattoo-Laden. Ja, keine Ahnung, wie der aussieht. Also, oder wer das ist. Aber ja, kann gut sein. Sonnenbrille, blonde Haare, kurz. Ja. Oh, ja. Kann hinkommen. Also, der Popmeier hat sich auf jeden Fall da so ein bisschen umgeguckt. So, ist auch die Treppen so ein bisschen hoch. Also, ja, die haben auf jeden Fall das Italy beobachtet. Naja, ist ja glasklar. Aber ziemlich schlecht. Also, wenn man das Auto an der Straße parkt, so, dann... Ja, wer weiß, was sie damit bezwecken wollen. Paul, kann ich kurz durch. Ja, nun ja.
Wir sollten Kontakte zu den... Sie haben doch in letzter Zeit oft im Tattoo-Laden mit irgendwelchen Angestellten dort gesprochen, denn ich war... Also ich persönlich nicht. Das hat Mr. Washington gemacht und ich glaube, Mr. Hall war vor ein paar Wochen mal dort. Ja, ich nehme an, Sie haben keine Nummern ausgetauscht dort, ja. Ich habe mit niemandem dort Nummern ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob Washington da irgendeinen Kontakt hat. Gehe aber auch nicht davon aus. Aber ich weiß es nicht. Ja, ich verstehe. Ja, nun ja. Haben Sie sich schon mit Mr. Hill getroffen, Mr. Maxwell? Mr. Hill war vorhin nicht erreichbar. Ich werde es weiterhin versuchen. Achso, Sie hatten diesen Plan mit Mr. Dimitrov, richtig? Ja. Yeah. Wann war das? Am Sonntag? Ja, dann, wenn der Mann erreichbar ist. War heute nicht auch eine Lieferung für das Unicorn vorgesehen? Ja, doch. Ich weiß allerdings nicht, ob die angekommen ist. Darüber habe ich mit Miss Novak tatsächlich nicht drüber gesprochen. Wir haben heute viele andere organisatorische Sachen für Sonntag erledigt. Genau. Also heute sollten die Masken geliefert werden. Aber spätestens am Sonntag ist ja Mr. Dimitrov dann als Gast im Unicorn. Ja, genau. Wie gesagt, wir wussten ja auch nicht, ob heute Mr. Dimitrov persönlich liefern sollte. Gut, was soll denn der Ausgang dieses Gesprächs werden? Mr. Dimitrov soll im Namen von Cypress nichts an Horizon Industries liefern, oder wie? Ja. Ja, nun ja. Es wäre besser für ihn und sein Leben, wenn er das so handhaben würde. Ja. Aktueller Stand, weil ich vorhin noch kurz mit Mr. Morgan gesprochen habe, ist, dass Cypress jetzt schon 30% teurer ist als LSR. Wenn er vielleicht die Preise noch um weitere 30% anhebt, dann wird Horizon Industries sich endgültig für LSR entscheiden. Wenn wir Horizon nicht beeinflussen können, indem wir LSR teurer machen, dann machen wir eben Cypress teurer. Also ist Cypress doch teurer als LSR? Ja, hat mir Mr. Morgan heute mitgeteilt. 30%. Ja, wie kam er denn gestern noch darauf, dass es nicht so ist? Hat der gestern nicht gesagt, dass LSR nicht liefert an Horizon Industries? Aber dass sie das jetzt ändern wollen? Stehe ich auf dem Schlauch? Oder hat er gesagt, gleicher Preis? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Heute hat er jedenfalls gesagt, 30% teurer. Also, Horizon bezieht 30% teurer von Cypress, ja? Ja, genau. Gut, okay. Das heißt, wenn wir die Preise nochmals anheben, dann wird es wieder teurer, ja? Dann wird es wieder teurer für Horizon, richtig. Und dann müsste er das eher auf der Matte stehen und sagen, hey, wir haben den Ursprungspreis. Ja gut, dann müssen wir auch nicht mit dem Mann von Cypress sprechen. Das kam ja nur zustande, weil sie gestern sagten, das wäre der gleiche Preis aktuell. LSR und Cypress würden für das Gleiche rausgeben. Oder? Ja, das war zwischen Tür und Angel. Ich werde mich mit Mr. Morgan nochmal unterhalten, wie genau er das meinte. Er hat gerade am Steady Siesta bedient. Was? Wie er das bedient? Das heißt, der CEO von LSR ist noch irgendwo ein Kellner. Ja, er arbeitet bei Steady Siesta. Das ist übrigens auch Mr. Dimitri Dimitrov gehört. Dem CEO von Cypress. Deshalb hat er auch mit dem ein eher freundschaftliches Verhältnis. Hm.
Ja. Aber ich weiß, wie das aussieht. Mr. Morgan sollte sich komplett auf LSR konzentrieren. Gut, okay. Also Horizon bezieht schon 30% mehr. Das müssen wir wissen. Wenn das bestätigt ist, dann können wir sofort in Verhandlungen mit Horizon treten. Und ihn auch in Aussicht stellen, dass es teurer wird wahrscheinlich in Zukunft über Cypress. Und dann können wir den Vertrag, so wie sie es sich vorstellen, ihn anbieten. Ja, richtig. Bin ich selber neugierig, wie Mr. Morgan das meinte. Ich werde das nochmal nachprüfen. Genau. Wenn wir die Info haben, dann können wir schon bald die nächsten Schritte für Horizon einleiten. Sehr gut. Darf ich kurz, Vukovic? Gut, okay. Wir benötigen eine Lösung für die Sache mit dem Tattoo-Studio. Wie es aktuell aussieht, nicht zahlungswillig, würde ich behaupten. Ja, yeah. Wir brauchen einen Weg, um an die Hamptons ranzukommen. Ich überlege mir vielleicht, dass wir uns vielleicht die näheren Freunde der Hamptons schnappen. Damen wie Sunny Jones, die eine enge Vertraute von den Hamptons ist. Ah, tatsächlich, ist sie das? Ja, sie war vor Ort, als wir den Tattoo-Laden überfallen haben und die Hamptons bewusstlos geschlagen haben und hat auch gesagt, als die Mayhems dort mal waren, dass sie ihrer Freundin in einer schweren Not auf jeden Fall unterstützt. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir sie benutzen, um Miss Hampton in eine Falle zu locken? Ich denke, das klingt nach einer Möglichkeit. Sie sollten aber bei der Sache aufpassen, dass sie Mr. Cerno nicht involvieren. Ja, ihm ist persönlich etwas an Miss Jones gelegen. Ja, der hat engen persönlichen Kontakt mit der Miss Jones. Dann lassen wir ihn dahin gehen aus der Sache heraus. Gut, okay. Wissen Sie schon, wie Sie die Dame aufsuchen werden? Ja, jeden Sonntag um 19.30 Uhr hält Miss Jones eine Andacht in der Kirche. Lass mich bitte einmal raus. Ich besuche diese Andacht regelmäßig, aber uns scheinen es nicht so viele Menschen zu sein und dahingehend könnte es möglich sein, Miss Jones und ihre Schwester einzusammeln. Oder nur Miss Jones. War die Schwester von Miss Jones nicht noch mehr involviert in den Tattoo-Laden? Dazu kann ich Ihnen keine Informationen geben. Mir war es nur flüchtig. Irgendwie gab es einen Zusammenhang. Ich glaube, die Schwester von Miss Jones hat da eine Freundin und die irgendwie, aber durchgestiegen bin ich da bis heute auch noch nicht. Also feststeht auf jeden Fall, dass die mit Miss Jones da eine gute Befreundete ist, aber ich glaube, die ist enger mit denen vertraut als die Schwester von der. Nee, oder wir nehmen beide mit. Ich werde damit mit Mr. Pellegrini gleich los. Außer Sie möchten noch was mit ihm klären. Nein, das können Sie gerne machen. Lassen Sie es bei Miss Kane aber nicht so aussehen, als wäre dies jetzt die Knarre auf die Brust, die sie bekommt. Sie bekommt das Ganze so, dass es, nicht so viel Aufsehen erregt. In Zukunft. Und sie das einfach ganz normal. Ohne Säure? Ich nehme an, überweisen kann, nicht wahr? Ja, richtig, genau. Guten Abend. Gut, okay. So machen wir das. Guten Abend, Mr. Pellegrini. Ich nehme an, Mr. Maxwell hat Sie schon eingewiesen. Mhm. Genau. Sie ist auch anwesend, also sie ist erreichbar. Ja, gut, okay.
Dann werden sie beide das schon geschaukelt kriegen. Okay, dann bis später. Gut, bis später. Wenn nichts anderes ist. Erstmal nicht, nein. Mhm. Okay. Aber ja, wir können doch beide einsammeln. Vielleicht ist dann Miss Empton ebenfalls an diesem Sonntag da. Nun möglich, aber ich habe sie noch nie dort gesehen. Gut, okay. Dann planen wir es so, wir parken die beiden da mal. Notfalls können sie das Ganze auch über Dreck und Weg laufen lassen. Eine Putzfirma, welche Miss Jones führt. Ja, sag mir was. Nun ja. Wenn sie die beiden Damen haben, dann soll sie, so freundschaftlich wie sie ist, einen Anruf tätigen zu Miss Hampton, wo sie ihre Besorgnis ausdrückte. Wo sie gerne mit ihr darüber sprechen möchte, über etwas Privates. Und dann soll Miss Hampton einfach zur Kirche kommen. Irgendetwas in dieser Richtung. Mr. Fargas hat mich gerade nochmal darauf hingewiesen. Morgen hat der Mr. Hampton Geburtstag. Ach, stimmt. Vielleicht. Ja. Feiern die ja irgendwo. Das ja, gilt es auch herauszufinden. Ja. Max, du weg? Vielleicht können wir dahingehend unseren Kontakt zu Meriwether nutzen. Vielleicht sind sie ja irgendwo als Sicherheitsfirma arrangiert worden. Mhm. Ja, ich würde auch fast behaupten, wir haben jetzt losen Kontakt, jedenfalls zu Leuten von SecureServe. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen davon erzählt hätte, von diesem Bewerbungsgespräch von so drei Typen, die bei SecureServe arbeiten, die nebenbei noch im Inkassounternehmen arbeiten wollen. Aber allerdings, ja, für so eine Fragen, ja, weiß ich nicht. Vielleicht lässt sich da was herausfinden. Ich werde es mir überlegen. Gut, ja, okay. Tatsächlich haben Mr. Kovalenko, Kim und ich auch einen losen Kontakt zu SecureServe aufgebaut. Im Unicorn haben wir eine, ich hasse diesen Begriff, aber wir bleiben mal dabei, eine DJane, die einen persönlichen Leibwächter dabei hat. Der Mann ist auch bei SecureServe. Ja, ich verstehe. Mr. Vukovic, was ist mit Joker Sand? Das läuft. Die Verlosung läuft. Ja. 4.000 Dollar bis jetzt. Oder fast 5.000 Dollar tatsächlich. Sind im Topf drin, ja. Ja, wurden jetzt eingezahlt. Ja, brauchen wir tatsächlich auch, weil der Wagen alleine dahin kommt. Ja. Mit 5.000 Dollar decken wir die Kosten für das Gewinnspiel. Die meisten anderen Preise kosten uns nicht, sowas wie eine VIP-Lounge im Unicorn. Klar, die können wir zu dem Zeitpunkt nicht vermieten, aber wir haben keine wirklichen Aufwände, um die bereitzustellen. Ja, aber der Wagen muss ja bezahlt. Genau. Ja. Nun ja. Mit so einem Gewinnspiel können sie auf kurze lange immense Summen einfahren. Das heißt, irgendwann sollte es nicht bei plus minus null rauskommen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich sag auch mal so, wenn wir alle Lose verkaufen, dann gehen wir auf jeden Fall mit, ja, um die 8.000 bis 10.000 Dollar plus aus der ganzen Sache raus. Aber dafür müssen wir erstmal alle Lose verkaufen. Was kostet ein so ein Ticket? 50 Dollar. Es gibt aber durchaus auch Leute, die haben, ich glaube, der meiste hat 10 Lose gekauft. Und die meisten kaufen so zwei Lose tatsächlich. Es gibt auch hin und wieder Leute, die ein Los kaufen, aber tatsächlich wurden öfter zwei Lose gekauft als ein Los. Ja, ich verstehe. Ich werde ja, am Wochenende nochmal Sorge dafür tragen. Ich denke, da werden wir nochmal einen ordentlichen Schwung an Tickets verkaufen. Alleine, weil man dann ein bisschen ja, länger Zeit hat. Ein bisschen, ja, nachmittags unterwegs sein wird. Ich denke, Freitag, Samstag und Sonntag bis zur Verlosung kann man noch einiges an Tickets verkaufen. Ja, sehr gut. In Zukunft nutzen Sie auch irgendwelche Veranstaltungen für Werbung. Ja, das ist so auch geplant tatsächlich. Im Prinzip habe ich
jetzt echt? Drei Unternehmen mit der Verlosung am Sonntag abgedeckt, weil Winters Wäsche, Mr. Winter, habe ich natürlich mit ihm abgesprochen, der möchte gerne die Wäscherei für die Privatkundschaft eröffnen. Das wird dann am Sonntag stattfinden und in dem Zuge werden wir bei diesem Event quasi auch die Auslosung von Joker's Hand stattfinden lassen. Das heißt, alleine das wird schon mehr Leute dahin ziehen, alleine wegen Joker's Hand, wird aber gleichzeitig auch Werbung für Winters Wäsche. Und wir werden bis 21 Uhr fertig sein und dann zur Aftershow-Party ins Unicorn laden. Zwar nicht mit freien Eintritt, aber dass dahingehend ein bisschen Marketing betrieben wird. Das Unicorn hat auch zwei Tänzer vor Ort bei Winters Wäsche, die dafür ein bisschen Stimmung sorgen und gleich Werbung für den Laden. Also wir arbeiten da, Mr. Vukovic und wir arbeiten da sehr, sehr eng zusammen, um diese beiden oder diese drei Sachen, Joker's Hand, Winters Wäsche und das Unicorn, zu einem großen Spektakel am Sonntag. Tänzer oder Tänzerin? Tänzerin. Gut, okay. Wir haben aber tatsächlich, nur falls das mal wahrscheinlich für Sie weniger, Mr. Napier, aber Mr. Vukovic, wenn man jemand fragen sollte, wir haben einen männlichen Tänzer vor Ort, sollte jemand mal nachfragen, der ist da, tanzt allerdings nur, ja, wenn benötigt. Ja? Auf Bestellung. Also sollte, genau, weil ich nicht weiß, ob ich früh genug da sein kann bei Winters Wäsche, aber sollte da während der Veranstaltung jemand fragen, wir haben jemanden da. Ja, alles klar, ich weiß Bescheid. Gut, okay. Stehen für heute sonst irgendwelche Sachen noch an? Angehend würde ich sagen, nein. Man könnte sich nochmal mit Miss McTavish unterhalten, wenn gewünscht. Sie hätte ja vorhin nochmal angerufen. Die hatte auch irgendwas wegen einem Cedric erwähnt. So. Aber der Typ heißt Cedric Mathieu oder so. Hat auch ein Venture-Profil seit fast einem Monat. Allerdings kein Profilbild. Allerdings hat sich dieser Cedric Mathieu, oder Mathieu, irgendwas Französisches im Nachnamen, hat sich mal beim Ellie's Pub beworben und ziemlich komische Fragen gestellt, was Sicherheitsvorkehrungen im Pub betrifft. So. Die hat mir dahingehend eine Nummer gegeben, hat aber mit keiner übereingestimmt, die ich im Handy habe aktuell. Haben Sie diese Nummer? Ja, habe ich. Soll ich Ihnen die einmal weitergeben? Ja. Yeah. Das ist halt 3 mal die 5, dann 575064. Allerdings, ob der in Zusammenhang mit diesem anderen Cedric steht, kann man nicht sagen. Wie passt der denn auf die Personenbeschreibung? Die konnte mir nicht mehr genau sagen, wie der aussah, glaube ich. Aber ich glaube nicht so direkt. Allerdings ist ihr das nur eingefallen, weil gleicher Name und der sich irgendwie komisch erkundigt hat wohl. Ob der vielleicht mit irgendwas zu tun hatte, hatte sie eben Dings. Aber da müsste man nochmal mit Miss McTavish drüber sprechen. Ob da jetzt irgendwie der Hauptverdacht liegt, aber ich glaube nicht, weil das klang nicht so, als wenn sie sich sicher wäre, dass der damit was zu tun hat. Es war nur so ein Gedankenanstoß. Ja. Naja, schauen wir mal nach. Gut, das Gespräch zu Miss Mysterious müssen wir nicht unbedingt aufsuchen. Ja, ich denke auch nicht. Ja, wie gesagt, und einen unbekannten Anruf hat sie bekommen, aber das hatte ich Ihnen schon gesagt. Ja, ich habe ihn ebenfalls bekommen noch. Ja. Sind Sie drangegangen dann diesmal? Ja. Jemand, der ein Uhrticken nachgemacht hat. Ja, okay. Gut, okay. Meinen Sie, die Herrschaften aus Vespucci melden sich noch? Ja, also er hat mir auf jeden Fall am Telefon gesagt, als ich ihn hatte, ihm geht's gut, aber wohl Leuten von ihm ist was passiert. Das heißt, ich denke, der wird erstmal heute Abend damit beschäftigt sein, irgendwie Wunden zu lecken oder seine Leute irgendwie aus dem Krankenhaus zu holen, sich um die zu kümmern, was auch immer. Ja, was mit dem Mann, den Sie dort hatten? Ist er ebenfalls verletzt und eventuell im Krankenhaus? Wir könnten über Mr. Jäger nachhorchen und den Mann ja besuchen gehen. Ja, habe ich keine Infos. Ich rufe mal den Mr. Spike an.
wie die Lage ist. Vielleicht lässt sich ja was herausfinden. Ja, wenn wir einen Namen haben, können wir mit Mr. Jäger abklären, ob wir den Mann vom Krankenhaus aus abfangen. Mhm. Ja, liegt denn bei Ihnen sonst noch was an für uns heute, Mr. Napier, oder irgendwas, worauf wir gefasst sein sollten, abgesehen davon, dass die Polizei hier scheinbar langsam wohnt? Nein, erstmal nicht. Nein. Nun ja, die Polizei versucht es anscheinend wieder mit neuen Mitteln an uns ranzukommen. Man muss sagen, dieses Mal machen sie es zumindest einigermaßen aggressiv. Ich bin fast beeindruckt, dass sie es mal schaffen, das Italy länger als 5 Minuten im Auge zu behalten. Wenn du nicht, ich will schon fast behaupten, das kommt davon, wenn wir beim Tattoo-Studio nur ein nette Pläuschen halten, anstatt den Herrschaften ein wenig Feuer unter dem Hintern zu machen. Sie sehen ja anscheinend, fühlen sich mittlerweile eingeladen, um hier mit sich mit uns zu unterhalten. Ja, offensichtlich. Was ist aus dem netten Schriftstück geworden, das erste? Also ich meine, der Mr. Cedric ist scheinbar nicht aufgetaucht. Das überrascht aber, glaube ich, auch niemand. Haben wir sonst irgendwas, wo wir ansetzen können? Oder absolut gar nichts. Dieser Rocker, der da aufgetaucht ist, irgendwas. Nein, bisher noch nicht. Also was die Vitus Locus angeht, hat er keine Infos, ob es da wen erwischt hat, ob jemand von denen im Krankenhaus ist. Allerdings ist von denen, also von den Maras wohl, hat 2 Leute getroffen. Eine Person ist im Krankenhaus, die andere wurde wohl wieder entlassen. Aber was mit den Vitus Locus ist, hat er keine Info. Ja. Yeah. Wo sind die Vitus Locus oftmals? An Lolitas Bar häufig. Lolitas Bar. Auf der gesamten, ja, Lolitas Bar Seite, sage ich mal, bis zum Friseurladen. So in dem Gebiet halten die sich meistens auf. Ja, yeah, ich verstehe. Nun ja, zur Not ziehen wir einen da mal raus aus dem Viertel dort. Ja, also wenn man den Maras Glauben schenken mag, und das tue ich, sind die wohl immer im Rudel unterwegs und... Naja, wenn da irgendwas passiert, sollen die wohl sehr schnell irgendwas zücken. Waffen, Messer, was auch immer. Also es ist wohl sehr schwierig, da jemanden überhaupt mal alleine von denen zu finden. Aber natürlich versuchen kann man es, aber man muss damit rechnen, dass dann vielleicht irgendwas passiert. Haben wohl ein bisschen nervöse Finger, die Leute. So wie die Maras sagen. Ja, ich verstehe. Ach so, Mr. Raines, Sie haben eine Waffe bekommen, habe ich gehört. Tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie das Gerücht aufgekommen ist. Miss Prince hat einen. Ich versuche zu vermeiden, dass man sowas bei mir findet. Prince hat einen sicheren Ort für eine Waffe. Ich habe keine. Mag meine Lizenz noch ein Weilchen. Auch wenn ich gestehe, dass ich mich besser fühlen würde, wenn ich besseren Zugriff auf eine hätte, wenn hier mal wieder irgendwas brennt. Aber im Moment habe ich tatsächlich keine. Ja, ich verstehe. Nun, hier grundsätzlich ist es am besten, wenn wenn alle aus der operativen Seite eine Waffe bei sich haben. So kommt es nicht dazu, dass wenn irgendwer eine Sache starten möchte, nachher keiner Mann ist. Ja, ganz genau. Wie gesagt, Mr. Kovalenko hatte uns Zugriff auf eine Waffe gegeben, die wohl dafür gedacht war, dass wir sie benutzen. Und Miss Prince hat sie bei sich, beziehungsweise im Moment an einem sicheren Ort, weil es jetzt gerade keine gute Idee wäre, hier mit einer Waffe rumzulaufen. Yeah. Sie, wo ist eigentlich Mr. Hall und Mr. Kovalenko hin? Gute Frage. Mr. Kovalenko, Mr. Hall und Mr. Washington sind irgendwie, während ich einmal telefoniert habe, in Luft aufgelöst.
Mr. Washington ist auch da. Maxwell. Mr. Washington habe ich heute noch nicht gesehen, entschuldigt. Ja, ich hatte Hall eben nur angerufen, er meinte, er ruft gleich zurück. Aber die haben die irgendwas gesagt, wo die hin wollten? Zu mir nicht. Ja. War wie gesagt am Telefon. Voll neugierig. Was da schon ein Treffen mit Mr. Schooner, so wie ich das angehört habe, wegen der Renngeschichte. Mr. Schooner. Ja, also ich vermute Mr. Schooner, weil er gesagt hat, Geschäftstermin mit wegen der Rennensache. Nun, was denn mit der Dame von Popmeier? Die verkehrt doch mit dem Mann, oder nicht? Ja, wir hatten ja mit Mr. Schooner einmal geredet, allerdings meinte er, naja, die Dame kommt eher sporadisch zu ihm und nicht so regelmäßig, wie uns erzählt wurde, tatsächlich. Er hatte uns eigentlich versichert, uns dahingehend dann in Kenntnis zu setzen, falls er was von der Dame hört. Er hat ja die Nummer von Mr. Kovalenko und Mr. Hoy, aber bisher hat man dahingehend nichts gehört. Ich verstehe. Was ist mit Mr. David? Macht er immer noch Probleme mit dem für Mr. Cerno, oder? Naja, für mich hat er auch Probleme gemacht, weil er mir eigentlich zugesichert hat, dass er aber lose verkauft für mich. Weil ich ihn da tatsächlich gut eingesetzt hätte können, weil er, naja, Sie wissen ja, wie er ist. Kommt viel rum. Und naja, er hatte sich 4 Tage nicht gemeldet, bis er sich heute aus heiterem Himmel bei mir gemeldet hat. Er war wohl krank. Mr. Napier, guten Abend. Ja, Mr. David. Wie geht es Ihnen? Besser, und Ihnen? Ja, man kann sich nicht beklagen. Was treiben Sie gerade? Gerade befinde ich mich in Arbeit in Wenschach. Ja, noch lange, oder? Oh, das sind gute Fragen. Ich glaube noch so 1,5 Stunden oder so, glaube ich. Ja. Kommen Sie doch danach ins Italy. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie sich auf den Weg machen. Okay, mache ich den. Dann ich melde mich dann bei Ihnen. Bis gleich. Bis später. Gut, okay. Klären wir das gleich auch noch. Ich gehe mal eben rüber zum Italy. Ja, alles klar. Ich komme tatsächlich mit. Ich muss sowieso noch mal was essen und aufs Toilette. Ja, ich muss auf die Toilette. Oh, ein Gast. Was denn? Papa Sohn pinkeln. Alter, das ist aber echt. Das ist ja eklig. Hast du schon, okay, perfekt. Ich hatte noch einen Anrufer, ich gebe dir nachher die Nummer, dass du dann mal zurückrufst, heute oder morgen oder wann auch immer. Ja, habe ich heute Mittag schon, ach, da seid ihr. Ah, okay. Ja, habe ich heute Mittag schon gemacht, aber ja. Ja, aber das kannst du jetzt nochmal machen, ja, die Leute sind faul und... Ne? Mhm. Ja, mache okay. Ich. Ist soweit abgeklärt, Sion in Napier. Ja. Ich sag's Ihnen, wie es ist, diese Frau, ja, wenn alle Leute die Mentalität, wenn alle diese Art hätten, dann hätten wir gar kein Problem in der Stadt. Und wie Maxwell vorhin sagte, würde die Stadt schon längst uns gehören. Unkompliziert, keine Probleme, fertig. Und zudem noch eine sehr, sehr engagierte Frau. Ja, das dachte ich mir doch bereits. Sehen Sie, wie unkompliziert das ist. Hat sie auch eine Nummer bekommen, damit sie in Zukunft das Ganze schön überweisen kann, ja? Selbstverständlich. Perfekt. Erinnern Sie bitte Mr. Washington dran, dass sich das dahingehend geändert hat. Ja, ist eine zusätzliche Absicherung, ja. Richtig. Ja. Nun, ich denke, es tut uns gut, wenn wir alles hundertprozentig abwickeln. Sonst werden wir nachher schluderig. Gut, okay. Und ein Gutschein hat sie uns auch noch in die Hand gedrückt für das Gewinnspiel jetzt dann auch noch am Sonntag. Ja, perfekt. Ja. Ja, ausgezeichnet. Gut, okay. Ich gehe kurz auf die Örtlichkeiten. Mhm. Gut, und danach erkläre ich Ihnen das, was Mr. Morgan mit LSR gemeint hat.
Perfekt. Gut, okay. Dann bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ich bin echt gespannt, was morgen passieren könnte, Leute. Wenn die Deadline abläuft. Nun ja, gar nichts wird passieren. Ich rechne, dass nichts passieren wird. Ja. Oder Razzia. Aber mehr kann nicht passieren. Was soll denn sonst passieren? Also, das Einzige, was mich überraschen würde, wenn wirklich auf einen von uns geshootet wird. Aber ansonsten...
Hallo? Ah ja. Was war? Was ist? Danke. Ja, kein Problem. Ja. Was machen Sie gerade? Ich fahre in Richtung Lidl Italia. Ich fahre in Richtung des Restaurants Lidl Italia. Ja, wann sind Sie ungefähr hier? Oh, 20 Sekunden, 30 Sekunden. Gut, okay. Dann bis gleich. Ja. Vorne, hinten? Hier vorne, ja klar. Okay, passt. Ling, 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 ling. Ja, Sie sind unten noch, nicht wahr? Ja, richtig. Sie wollten ja einmal die Örtlichkeit besuchen. Ja, ganz genau. Kommen Sie doch ruhig hoch ins Appareil. Ah, okay, alles klar. Machen wir. soll ich euch mal... Oh, bei mir im Dorf... Bei mir im Dorf, das ist einfach keinen guten Italiener. Das ist richtig schlimm. So viele Italiener gibt es, aber keinen guten. Ich muss gerade dran denken, wegen Little Italy. Wir haben heute Pasta bestellt. Du kannst nirgendwo Pasta bestellen einfach. Die sind alle nicht gut. Irgendwann fliegt er noch runter. Ja, ich glaube auch. Ich meine, das ist natürlich ein unorthodoxer Ansatz, aber es wäre ein Ansatz. Ja, was genau? Wir haben gerade nochmal über Horizon gesprochen, Möglichkeiten. Die Frage, die ich gestellt habe, ist, wenn... Das Problem, was wir haben, ist ja, dass Horizon theoretisch Preiserhöhungen gehen kann, weil sie exklusiver Lieferant von einigen Dingen sind. Ein anderer Angriffspunkt wäre also theoretisch, die Exklusivität zu nehmen. Niemand kommt so günstig an die Ressourcen wie wir. Wenn wir die entsprechenden technischen Möglichkeiten hätten, selber Dinge herzustellen, die sonst nur Horizon herrscht, ein Konkurrenzunternehmen mit günstigeren Preisen anbieten können, können wir sie aus dem Markt rausdrängen, statt sie einzugliedern.
Boah, schwierig. Ja, und den Schritt können wir uns ja im Hinterkopf behalten, wenn das andere nicht so seine Wirksamkeit mit sich zieht. Ja, natürlich. Es sind nur Gedankenspiele, die Mr. Max und ich immer wieder machen. Plan B oder C zwar. Ja, gute Arbeit. Ja, also, ich möchte mal Klarheit schaffen, was Mr. Morgan meinte. Er hatte natürlich mit beidem recht. Also, unter der Voraussetzung, dass LSR Cypress beliefert. Macht das für Horizon Industries keinen Unterschied, ob sie von Cypress beziehen oder von LSR. Ist der gleiche Preis. Weil Cypress nämlich 10% Rabatt bei LSR hat und diese 10% ist quasi ihr Gewinn daran. Also sie schlagen diese 10% wieder drauf und verkaufen es dann an Horizon. Sollte allerdings Cypress nicht beliefert werden von LSR, wird Cypress das Ganze importieren und das ist 30% teurer, also hat einen kleinen Aufschlag. Wenn man also Cypress den Hahn zudreht, importieren die einfach alles und alles wird 30% teurer. Achso, Sie wollten mit Mr. Farkas noch sprechen, oder? Ja, lassen Sie es erstmal. Das heißt also, wir müssen einfach nur Cypress den Hahn abdrehen, ja. Richtig. Mr. Reigns hat allerdings seine Bedenken geäußert und da stimme ich ihm zu, dass Horizon so viel Geld verdient, dass sie die 30% einfach wegstecken können im Einkauf. Also es wäre gut, wenn Cypress noch teurer werden würde. Das Problem ist tatsächlich die Exklusivität, die ich gerade meine. Wenn wir Cypress den Hahn zudrehen, wird grundsätzlich alles in der Stadt teurer, nicht nur Horizon. Jeder, der von uns über Cypress Dinge bezieht, muss seine Preise anheben. Ja, jede Werkstatt wird 30% teurer werden. Weil die Werkstatt wird 30% teurer werden. Genau, aber Horizon selbst, zumindest die nicht ganz so legalen Sachen, die verkaufen, da sind die exklusiv, können theoretisch auch das Doppelte nehmen. Es gibt keine andere Bezugsquelle. Die Leute werden weiter bei denen kaufen. Das heißt, wir schädigen tatsächlich einige Unternehmen, aber Horizon wahrscheinlich tatsächlich am wenigsten mit dieser Aktion. Deswegen hatten wir über Plan B oder ähnliche Sachen nachgedacht. Nun ja, vielleicht ist aber dennoch Horizon daran interessiert, so günstig wie möglich alles zu bekommen. Das heißt also, wenn sie eine Tochterfirma von uns sind, dann entfallen ja einige Kosten, oder nicht? Ja, richtig, genau. Weitaus mehr als wahrscheinlich 40%, oder nicht? Mr. Kowalenko. Ich weiß davon nicht genau, die Spanne nicht, aber es ist so, dass wir mit natürlichen Ressourcen arbeiten. Und ja, dafür kann ich ihn leider keinen Einkaufspreis nennen. Aber ich bin sicher, dass wenn Horizon Industries eine Tochterunternehmen ist, dass es wesentlich günstiger wird. Die Frage ist, ob Horizon auch so schlau ist, das zu erkennen. Junior, wir führen dieses Gespräch mit Ihnen. Und Sie hatten ja bereits gesagt, das ist der erste Schritt, Sie erstmal in das Unternehmen zu bekommen. Oh Gott, das ist vielleicht auch eine Information, die wir teilen sollten. Im Moment nutzt das PD offensichtlich jede Gelegenheit, jeden von uns anzuhalten. Und wenn sie uns in einer Verkehrskontrolle anhalten, dürfen die ja durchaus Personen und Fahrzeug durchsuchen. Das ist eine Verkehrskontrolle erlaubt, ansonsten brauchen sie einen Durchsuchungsbefehl. Mr. Kowalenko ist jetzt gerade das zweite Mal heute angehalten worden. Und wieder wird alles durchsucht. Wir sollten wirklich vorsichtig sein, womit wir rumfahren. Ja, wir sollten langsam auch anfangen, ein paar Kugeln in den Kopf zu jagen. Das ist nämlich genau das Problem, wenn man Schwäche zeigt. Gut, okay. Das heißt also, wir gehen in Verhandlung mit Horizon. Richtig. Und alternativ schnappen wir uns den Mann von Cypress und nun ja. Erinnern ihn daran, dass er besser in Zukunft nicht mehr Horizon beliefert. Nicht mal mit diesem 30% Aufschlag.
Das wäre das Sicherste. Dann hatte Ryze auch keine andere Möglichkeit mehr, als Bad SR zu kaufen. Nochmal bitte. Sagt, das wäre die sicherste Variante. Dann hat Horizon überhaupt keine andere Möglichkeit mehr, als bei LSR einzukaufen. Ja, alles Schritt für Schritt. Vielleicht ist es schon mit einem einfachen Gespräch getan. Damals hatten wir nichts in der Hand, jetzt haben wir LSR dabei. Das klingt doch für alle Seiten erstmal lukrativ. Und wenn wir sie erstmal als Tochterfirma haben, dann klügeln sie etwas aus, damit wir die Herrschaften gegebenenfalls rausschmeißen können. Ja, Mr. Reigns, können wir Ihren Consulting-Vertrag etwas umformulieren, sodass es kein Consulting-Vertrag ist, sondern etwas wie ein Konzernvertrag? Ja, selbstverständlich. Wir müssen uns da einfach mal kurz zusammensetzen und sag mal, den Rahmen besprechen und dann schreiben wir einen neuen Vertrag. Ja. Bis wann haben Sie das ungefähr stehen? Ich weiß nicht, wie Sie zeitlich flexibel sind, Mr. Reigns. Tatsächlich, naja, Sie wissen ja, Wochenenden ein bisschen schwierig. Ich sag mal, Anfang nächster Woche spätestens sollten wir soweit sein. Wenn alles gut läuft, kriege ich das auch morgen noch fertig. Aber das hängt ein bisschen davon ab, wie der Rahmen aussieht. Ja. Kurz dazwischen grätschen. Ja. Zwei Sachen einmal. Einmal, das betrifft Sie, Mr. Reigns. Ich bräuchte Sie eventuell für Anwaltszeug. Weil die Wäscherei hat eine E-Mail von Herrn Oliver Milenski bekommen, privat. Oh Gott. Von seinem Privataccount, ja. Wirtschaftsprüfung. Ja, ja, das kann ich auch schon. Bis nächste Woche. Ach nee. Also ab heute eine Woche. Allerdings meinte der Mr. Winter, das ist eigentlich schon verkehrt, dass er von seinem Privataccount irgendwie uns was schreibt. So, ich weiß nicht, wie das in der Vergangenheit lief. Allerdings, ich würde sagen, das machen wir dann, nachdem das Wochenende gelaufen ist. Also kümmern wir uns ab Montag darum dann, ja. Ja, aber es ist eine normale Wirtschaftsprüfung tatsächlich. Ja, eine normale Wirtschaftsprüfung. Mr. Maxwell hat die jetzt ein paar Mal hinter sich, der kann Ihnen genau sagen, was gebraucht wird und dann können wir das fertig machen und schicken es rüber. Der Mr. Winter, der hat da auch, der führt diese Bücher sehr gut, also da wird auch nichts zu finden sein. Gut, okay. Und zweite Sache, Mr. Spike, hätte jetzt Zeit für ein Gespräch, Mr. Napier. Ist das? Wer war Mr. Spike nochmal? Der eine von den Maras, der vorhin gesagt hat, dass sie einen haben von den Vitus Locus. Gut, okay. Wollten Sie sich mit dem Herrn treffen, ja? Ja, ich wollte mir das nochmal anhören. Wollen Sie mitkommen, das vielleicht auch nochmal anhören? Ja, ich begleite Sie. Gut, okay. Diese ganzen Prüfungen und Durchsuchungen und so sind die Ergebnisse, dass wir seit Wochen mit einem popligen Tattoo-Studio nur Gespräche führen. Größtenteils. Ja, definitiv. Nun ja, ich habe ja gesagt, das Ganze ist eine Lehrstunde. Sie sehen, was passiert, wenn man nicht auf den Tisch schaut und zeigt, wer man ist. Ja, die Leute tanzen einen auf der Nase rum. Unser Ziel, was sollen wir denn noch machen, Mr. Napier? Das Ziel war ganz klar. Miss Hampton, Mr. Hampton oder von Mr. Popmeyer die Dame. Das sollen wir machen. Wir sollen nicht vor einem Tattoo-Studio rumtingeln, was wahrscheinlich seit zwei Wochen auch schon beschattet wird. Und irgendwelche Gespräche führen. Vielleicht parallel, das ein oder andere. Viel wichtiger ist es, dass wir sie im Privaten erwischen. Ja, dachte, genau das machen wir. Ja, scheinbar nicht. So wie ich erfahren habe, so waren wir jetzt schon zweimal nochmals dort vor Ort und haben nette Gespräche geführt. Mr. Washington hat laut meiner Info den Leuten angeblich Zeit bis Samstag gegeben, sich nochmal zu melden. Das heißt, diese Frist wurde schon gefühlt 10-mal verlängert. Sich zu melden, zu melden, zu melden. Also das geht ja jetzt schon in 1,5 Monate so. Werden immer Gespräche geführt. Dahingehend auch ein wenig Eigeninitiative von Mr. Hall und mir vorhin. Ja. Wir müssen herausfinden, wo wir die Damen abgreifen können. Welche Dame geht es? Miss Hampton. Ganz genau. Miss Hampton und die. Ich glaube, die heißt ebenfalls Miss Kane, nicht wahr? Ja, die von Popmeyer, die Dame. Ja, richtig. Ganz genau. Mhm. Miss Novak. Käferin Kane heißt sie. Ja. Alles klar, dann rufe ich den jetzt an, dass wir uns treffen, ja?
War noch irgendwas, Maxwell? Vorhin? Ja, da vor dem Tattoo-Studio. Nein, von meiner Seite aus nicht. Nein. Vor anderthalb Wochen schon gesagt, da kannst du nicht aufkreuzen. Okay. Das ist Rains doch. Ist gerade am Telefonieren, ja? Ja. Gut, okay. Das heißt, wir führen spätestens Montag ein Gespräch mit Horizon, falls die Leute so bis dahin können. Und tasten uns schon mal erstmalig ran. Das heißt, bereiten Sie sich gut vor, Mr. Maxwell. Ja, natürlich. Gut, okay. Wann kann der Mann? Ja, der kommt jetzt zum Pier. Zum Pier? Wo ist denn das Pier? Hier in... Ja, da in Vespucci, der große Pier, dieser Steg, diesem Holzparkplatz. Ja, ich verstehe. Gut, müssen wir irgendwelche Dinge mitnehmen? Ich gehe nicht davon aus. Ja, alles klar. Mr. Hall, Mr. Kowalenko hat sich geklärt, die sind bei Mr. Schuner, ja. Ja, also irgendwas wegen irgendwelchen Rennen besprechen. Ich denke, das ist mit Mr. Schuner. Da hatten sie in der Vergangenheit schon Kontakt mit ihm. Gut, alles klar. Mr. Maxwell, wir sollten die Tage auch nochmal drüber sprechen, über die ganzen Zahlungen, die eintrudeln. Ach, apropos Zahlungen, ich habe hier meinen Mantel, einen kleinen Umschlag. Naja, wenn es nichts ausmacht, ich würde gleich zum Ellis Pub fahren und dann noch ein paar Lose verkaufen. Ja, mach das. Ja, gut, okay. Ja, ansonsten, vielen Dank dafür. Reigns soll dann mal bei mir durchklingeln, weil der wollte noch irgendwas, falls er noch am Telefon gleich da sein sollte. Alles klar. Gut, dann bis später. Bis später. Gut, okay. Was haben Sie heute noch vor, Mr. Maxwell? Heute? Ja. Ich werde mein Geschäft nachkommen, müssen rumtelefonieren. Das Übliche. Dann wollen Sie uns nicht begleiten? Nein, danke. Wie Sie wünschen. Gut, okay. Dann vielleicht bis gleich oder noch einen angenehmen Abend. Einen angenehmen Abend, Mr. Nevier. Ja, schönen Abend noch. Gut, bis später. Bis später. Okay, er schreibt mir gerade, wir treffen uns woanders. Dass er bedroht wird und uns gleich irgendwie eine böse Überraschung entgegenfliegt. Und ich an ihn nicht ausgehe, so hat er auf jeden Fall nicht geklungen am Telefon. Ja, beruhigend. Ja. Ich kläre das kurz. Telekom oder irgendwie beim Taco Libre oder so. Ja, alles klar. Ansonsten ist alles nicht. Ja, Mr. Taylor. Ja, ich warte dann einfach im Detail auf Sie, ja? Ja, warten Sie. Okay. Kommen Sie runter. Achso, okay. Ja, wir können los. Ja, gut. Und Mr. Taylor begleitet uns noch. Ja, alles klar. Wir werden es so machen, wir fahren an den Kanälen vorbei, der Mann steigt zu uns ins Auto und dann fahren wir an einen ungestörten Ort. Gut, alles klar. Ja. Guten Abend. Noch eine Polizeikontrolle. Wir sind jetzt schon bereits zwei, oder was? Ja, diesmal haben die den ganzen Wagen durchsucht und uns ebenfalls durchsucht. Weil wir angeblich auffällig gefahren sind. Ja. Nun ja, ich hab's bereits schon oben kurz angeschnitten. Das ist, weil wir zu gnädig gewesen sind bisher, mit dem Tattoo-Laden. Wir sollten uns sehr stark darum bemühen, jemanden dort ranzubekommen. Hamptons. Oh, ja, ich glaube, wir müssen Mr. Chandler rauslassen. Ja. Ich mach das, ja, oder Vukovic. Die Hamptons oder halt auch, Miss Kane von Miss Popmeyer, die Dame.
Ja, ich denke aber nicht, dass es sogar mit dem Titularen zu tun hat. Die standen ja schon davor hier. Ja, ja, klar. Aber wir müssen langsam den Herrschaften aufzeigen, dass sie uns nicht so sehr auf den Sack gehen sollten. Ja. Na, ja, da hinten. Dann müsste Janukwak KSF abkommen. Ja, ich, Haben die da hinten jetzt geparkt? Wann hast du die vernehmt? Ja, ja, das waren ja. Die. Der Fugitive Unlocked. Das ist mein Golfer-Outfit. Ich suche nur noch nach einem passenden Golfschläger. Ja, und noch ich ein Loch, das sie treffen können. Ja. Bitte, was sagen Sie? Und ein Loch, das sie treffen. Ja, zur Not grabe ich mir eins. Ja. Wenn ihr im besten Fall... Begleiten wir Mr. Vukovic kurz. Oder warten Sie, Mr. Tscherno, wir gehen einen anderen Weg. Gut, okay. Ja. Wir werden noch ein paar Gespräche führen gehen. Sie sind dritt, oder wie? Ja. Ich habe übrigens auch Miss McTavish gerade eben unten an das die Tankstelle getroffen. Ja, wirklich? Ja. Und, hat sie irgendwas gesagt? Nee, sie war leider am Telefon, sie klang aber ein wenig bedrückt, würde ich behaupten. Ja, Mr. Napier. Ja, biegen Sie einfach links ab und fahren Sie zu Mr. Pettinos Wohnung. Wir gehen jetzt hier die Straße runter und dann rechts. Ja, alles klar. Ich nehme den Washington, ja? Oder gut. Soll ich Ihren Wagen nehmen? Genau, wie Sie wollen. Mir egal. Alles klar. Okay, bis dann treffen wir uns vor der Wohnung. Bis gleich. Sollen wir Sie begleiten, Mr. Napier? Nein, Mr. Tscherno kommt schon mit. Wenn wir jetzt alle gehen, dann zieht das nachher die Aufmerksamkeit der kleinen Wichser da drüben auf uns. Stehen die da immer noch, oder was? Ja, ja. Gut, okay, dann bis gleich. Dann bis gleich. Sir, ich führe aber keine Krawatte mit mir, ja? Eine Krawatte? Ja. Nun, wir benötigen keine wahrscheinlich. Wofür hat man Romano Recycling eigentlich in dieser Stadt, wenn doch alles hier rumsteht? Schwierig. War Ihr Tag dahingehend angenehm? Nun ja. Bisher ja. Ja. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Seit dem letzten Gespräch nicht so. Nicht, dass ich wüsste. Die Cops werden ein wenig zu aufmüpfig. Ja. Sie kennen ihre Grenzen nicht. Ja. Das heißt, wir werden Ihnen bald Ihre Grenzen aufzeigen. Ja. Wo bekomme ich so einen Golfschläger her? Ja, setzen Sie sich nach vorne. Ja. Warten Sie hier, öffnen Ihnen die Tür. Oder so. Ich würde kurz auf die Toilette. Schau kurz rechts ran. Ja, läuft halt nie so, wie man's will halt, ne? Egal, was man macht.
Alter. Ja. Ja. Nun hier bei der Kirche. Da ist er in der Mitte so eine Insel mit so, wo man sowas hier hochfahren auf dem Parkdeck, nicht wahr? Welche Kirche reden Sie? Hier in Weinwald. Was ist da? Gegenüber von dieser Kirche ist eine Insel. Mit einer Parkinsel. Ach, diese Parkinsel, ja. Ganz genau. Und da bei der Einfahrt steht wieder ein Anmark. Haben Sie etwas auf zwei Rädern gerade in der Nähe und die Möglichkeit, denen schöne Grüße dazulassen? Nee, zwei Räder stehen gerade ganz weit weg wegen der vorhin der Geschichte. Ja. Nun ja. Bedauerlich. Dann werden Sie uns gleich nochmal kontrollieren. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal durch. Warum auch immer. Ja, gut, okay. Dann bis später. Alter. Ach, was wollen die Wichser denn? Oh Mann. Noch eine Streife dabei. Ja. Yeah. Salü, ich wollte noch sagen, dass ich mich jetzt auf den Weg mache. Ich bin in 5 Minuten da. Irgendjemand was dabei, was man nicht dabei haben darf? Gut, okay, dann bis gleich. Bis gleich. Nicht wirklich, nein. Und ich hoffe, der Kofferraum ist leer. Ich hab nichts reingepackt. Soll ich immer nachschauen? Wenn was drin ist, laufe ich weg. Ja. Yeah. Mr. Napier, Sie werden Ihren Freunden im Süden erklären müssen, warum Ihre Waffen alle weg sind. Schönen Abend. Sie hatten die Zeit zu zahlen. Verbandskasten. Sonst nichts. Sie werden Ihren Freunden im Süden erklären müssen. Hä? Was steht auf dem Verbandskasten drauf? Gar nichts tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht weiter nachgeschaut, aber... Nun, ich habe einen Verbandskasten da. Warten Sie. Den wollte ich sowieso gerade hier reinlegen. Ja, wie gesagt, hinten im Kofferraum ist auch einer. Ja, sonst beschriftige ich den kurz mit gültig bis 05-21. Ja. Yeah. Interessanter und bekannter Anruf gerade. Ja. Wieso, was ist passiert? Nun, ich wurde darauf hingewiesen, dass die Zahlung nun vorbei sei und die Frist ist abgelaufen und jetzt müssen wir den Herrschaften im Süden erklären, warum ihre Waffen weg sind. Okay, war das eine verstellte Stimme? Ja, sowas in der Art. Männlich oder weiblich? Nun, es war männlich. Ja, wenn die uns hinterher eiern, dann ist es, glaube ich, schwierig, nach Vespucci zu fahren. Nun ja, damit hat sich bestätigt, dass der Herr anscheinend doch nur bleibt. Ja. Welchen Herrschaften fahren? Vom Süden. Irgendwelchen Gangs oder so, aber... Ja.
Da liegt jemand auf dem Boden. Jetzt ist unsere Chance, fahren Sie weiter. Nicht, dass Sie uns jetzt dran kriegen wie eine unterlassene Hilfeleistung. Ja, grüße Sie. Ich habe mal nochmal eine Frage. Können Sie mir nochmal erläutern mit der Nachstellung? Nur so für mich. Ja, ja. Genau. Und mich verfolgt. Ja. Prinzipiell ist das die Nachstellung, okay. Was heißt, über welchen Zeitraum reden wir da? Mehrere Tage. Ja, okay, ich bin geduldig. Okay, danke, Mr. Shalom. Spokojna. Ja. Ja, das ist ja jetzt echt ungünstig verlaufen. Der Spike ruft mich an. Was soll ich ihm sagen, Mr. Nepiev? Nun ja, wohin sollten wir jetzt fahren? In die Vespucci-Kanäle. Boah. Nun ja. Vielleicht sollten wir es woanders hin verlegen. Ja, ich frag mal, ob er mobil ist. Ansonsten sage ich, dass er vielleicht. Ja, aber vielleicht bei diesem Theaterparkplatz, wo wir gleich langfahren. Boah. Nun, es könnte auch ein auffälliger Ort sein, wo man schnell vorbeischaut. Dann Casino-Parkplatz, also direkt beim Ellis. Ja. Da wurde doch letztens alles einer abgeknallt. Und Mr. Bischlow und Mr. Popmeier sind da andauernd. Mr. Spike schreibt mir gerade, Mr. Vukovic, ich will Sie nicht verarschen, aber die Coppers sind in den Kanälen. Ach, du. Ja, ach, ja. Hm, die scheinen überall zu sein. Sind sie mobil? Haben sie ein Fahrzeug da? Hm, kommen sie doch zum Casino-Parkplatz. Ja, wenn sie verfolgt werden, brechen sie ab und fahren wieder heim, ja. Gut, dann bis gleich. Ja, perfekt, bis gleich. Anscheinend sind die Cops bei denen da in den Kanälen und dort werden Leute kontrolliert von denen. Aber er ist auf dem Weg hierher. Bezüglich der Schießerei am Lolitas. Bitte? Bezüglich der Schießerei am Lolitas vor ein paar Tagen. Oder vor einem Tag. Davon gehe ich jetzt mal aus. Nun ja, es gibt wohl mehrere Schießereien. Es gab wohl heute wieder eine. Ah, okay. Nun, wie ich es gesehen habe, war Mr. Bischloff wahrscheinlich wieder in seinem Fahrzeug gewesen, nicht wahr? Ja, ja. Glauben Sie, Mr. Vukovic, das hat immer noch was mit diesem Mr. Cedric zu tun? Tja, schwer zu sagen, also. Oder weil irgendwelche Fahrzeuge vorhin in Vespucci von uns gesehen wurden. So. Das kann natürlich alles sein, aber allerdings, ja. Heute ist alles möglich, sag ich mal so. Mr. Tscherno. Ja. Wie war es in der Vergangenheit denn so gewesen, wo Sie noch im Dienste des LSPDs waren? Nach Feierabend, die Kollegen, wo haben die sich denn so rumgetrieben? Zu Hause, bei anderen. Tatsächlich haben viele in Vespucci gewohnt. Sonst, Pacific Bluffs, Apartments, da wo Mr. Weiss früher wohnte oder wohnt. Ich weiß es nicht genau. Dann, was gäbe es denn noch? Ja, aber Vespucci war eigentlich immer so. Oder Chumash. Ich weiß nicht, ob in Chumash jemand wohnt, ob es dort, welche Immobilienfirma das vermietet.
Aber Mr. Bischlow ist keiner, der Feierabend macht. Nie, ja? Niemals. Also, ich meine, er macht schon Feierabend theoretisch irgendwie. Ja, ich verstehe schon, was sie meinen. Aber wenn er unterwegs ist, dann ist er immer im Modus. Hat immer Bock. Schade, schade um den jungen Mann. Ich habe echt gehofft, der reißt sich zusammen, aber er macht es einfach persönlich. Wie meinen Sie das? Ja. Ja, das ist das so arbeitet ja, man nicht. Darf ich fragen, was Ihrer besagte? Nun ja, es bezog sich auf irgendwelche Freunde, die man im Süden angeblich hat. Dass man diesen jetzt erklären müsse, warum sie keine Waffen mehr besitzen. Mein Anruf besagte, dass ich Ihnen erklären muss und den Freunden im Norden tatsächlich erklären muss, warum deren Waffen verschwinden werden. Ja, interessant. Nun, der Mann ist heute nicht aufgetaucht. Stattdessen wimmelte es bei uns alles voller Cops. Undercover. Ja, Mr. Vukovic erzählte mir davon. Allerdings gab ich Mr. Vukovic auch eine Telefonnummer zu einem Cedric, der mir einfiel. Alles hatte sich mal einer bei uns am Pub beworben und er stellte auch relativ viele, relativ merkwürdige Fragen. Auch bezüglich der Sicherheit meines Ladens. Vielleicht kommen wir da irgendwie weiter. Ja. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Nun, wir werden auch nochmal ein bisschen die Augen und Ohren aufmalen. Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was dieser nette Herr vorhat zu planen. Ja. Yeah. Ich denke auch, man sollte abwarten, was dabei rumkommt. Durchaus. Das Ganze schaut nach einem Bluff aus. Würde mich nicht wundern. Gut, okay. Gab es sonst noch irgendetwas für Sie? Bisher nicht. Von dem ersten Anruf, den ich heute bekam, erzählte ich Mr. Vukovic bereits. Er besagte allerdings nur Tick-Tack, Tick-Tack. Ja, einen ähnlichen bekam ich ebenfalls. Und ansonsten der Anruf eben. Ja. Ich nehme an, die Stimme kam Ihnen ebenfalls auch nicht bekannt vor, oder? Kein bisschen. Aber sie wirkte verstellt. Tiziano, danke für dein Abo, dankeschön. Ja, da sagen Sie was. Das ist uns auch aufgefallen. Mir zumindest. Dann warten wir mal ab, Mr. Napier. Oh, ein Gast. Ja, gut, okay. Dann wünsche ich Ihnen ebenfalls noch einen angenehmen Abend. Danke, gleichfalls. Ich kann nicht fahren und reden, ne? Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Gut, okay. Kommen die hier hin, ja. Ja. Sollte eigentlich kommen. Wie wäre es, wenn wir einmal auf die andere Seite gehen? Oder meinen Sie, es reicht, wenn wir hier warten? Ja, das reicht. Meinetwegen, wenn der Herr zu uns ins Fahrzeug steigt, könnte man noch auf dem Parkplatz stehen bleiben. Ja. Vielleicht nicht unterhalb der Überwachungskameras. Ja, da habe ich so meine Erfahrungen mit denen. Ja, gut erkannt.
Den sich einfach da hinten in die Ecke. Ich denke, das ist dann okay. Vielleicht hinter die Bäume hier. Sagen Sie, wie oft treffen Sie eigentlich Mr. Bischlaf? Gar nicht. Nun, aber Sie tauschen sich oft aus, oder nicht? Nicht mehr. Das war heute das letzte Mal. Telefonisch? Ja, heute das letzte Mal. Das letzte Mal für immer oder das letzte Mal... Ja, Mr. Bischlaf drohte mir, dass er wüsste, dass, also er hat mir eine Entscheidung unterstellt, als hätte ich irgendwie eine Wahl getroffen zwischen ihm und Mr. Napier. Dahingehend war er enttäuscht und sagte, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen und irgendwelche Andeutungen von einer Baustelle, wo nur einer zurückkehrt oder so eine Scheiße. Egal. Ich gehe einfach zu U-Tools oder wo auch immer ich mein schönes Sportgerät, meinen Golfschläger herbekomme und dann spalte ich seinen Schädel, der blöde Durak, blöd. Ich poschel nach, wo ist Zucker, blöd. Arschloch. Droht er mir. Ja. Wie ist es denn bei Mr. Cerno, wenn Sie, bei Mr. Bischlaf, wenn Sie sich mit ihm treffen wollen? Weiß ich nicht. Generell, wie es bis jetzt immer war. Bitte? Würde der alleine kommen? Oder ja, erzählen Sie doch, wie es ist. Ach so, wenn ich mit Mr. Bischlaf treffen würde. Ja, ich gehe davon aus. Manchmal hat er zum Schutz einen Kollegen mit dabei. Manchmal kommt er alleine. Je nach Uhrzeit. Aber er ist auch kein Idiot und gibt natürlich seine letzte bekannte Position durch. Mhm. Und hinterlässt natürlich auch die Information, mit wem er sich getroffen hat, an einem Ort, der einsehbar ist. Tue ich auch. Wissen Sie, wo er wohnt? Nein, in keinster Weise. Ich glaube, in Vinewood war das. Ja. Yeah. Ja, ich meine, man könnte den Spieß umdrehen, ich könnte mich auch mal den ganzen Tag bei. Ja, Mr. Vukovic, hören Sie mir einen Gefallen und setzen Sie sich auf den Fahrersitz. Ja, natürlich. Wie geht es Ihnen gut, Mr. Cerno? Ich bin leicht erregt. Erregt? Nicht sexuell, Mr. Vukovic, nicht sexuell. Ich mache mir schon so und Sorgen. Ende. Schade. Sieht auch so, als ob er das ist, der da kommt. Ah. Ich sag ihm, er soll ins Fahrzeug steigen, ja? Ja. Oder steigen wir aus? Nein, er soll hierher kommen. Hat jemand vielleicht irgendwie was Kleines zu essen dabei? Leider nein. Nein, ich hab nur was zu trinken. Ja, alles gut. Ich hör's noch aus. Ich jetzt, Mann. Hallo. Na, Mr. Spike. Guten Abend. Hallo, Mr. Vukovic. Oh,
Wollen Sie die ganze Geschichte hören, oder was? Ja, erzählen Sie mal. Leute, wie kommen Sie? Passen Sie auf. Wir hatten ihn in meinem Primo, Mann. Er war alleine mit seiner Frau da, Mann. Hätte sein können, dass die irgendwas geplappert hat, dass wir ihn genommen haben, Mann. Aber auf jeden Fall haben die uns nicht erkannt. Ich bin leider nur ein Fehlsitzer, Mann. Also, wir waren zu dritt, Mann. Also, uns ist keiner verfolgt oder sowas, Mann. Wir sind zu den Gassen gegangen, Mann. Wir haben den so gut wie es geht versteckt, Mann. Und dann kamen die Vitus Locus mit 5 Mann oder sowas und haben uns gesucht, weil die Frau scheinbar irgendwas geplappert hat, Mann. Also, ich gehe mal davon aus, anders kann ich mir nicht vorstellen, Mann. Und dann haben die uns gefunden, Mann. Wir sind abgehauen. Und da hat er meine Mahnung umgelegt, wahrscheinlich. Was ist gelaufen, Mann? Wen hatten Sie denn da von denen? War das irgendjemand oder war das... Na, das war dieser Jax. Entschuldigung. War dieser Jax, Mann. Also das ist der Anführer, Mann. Hat, ja, ja, der was zu sagen hat, Mann. So schaut's aus. Ja. Wie gesagt, als wir vorbeikamen, sind schon die Kugeln durch die Luft geflogen. Kamen die ohne zu zögern und haben einfach reingehalten, oder wie lief das? Haben einfach reingehalten, Mann. Dagegen konnten wir nichts machen, wir haben leider selber gerade keine Waffen oder sowas ähnliches. Ja. Das heißt also, waren ihre Chancen dahingehend, sich irgendwie zu wehren, eher gering, ja? Ja, so schaut's aus, Mann. Ärgerlich. Was ist danach gelaufen? Was haben die Cops gemacht? Haben die da alles hochgenommen oder wie lief das? Ich hab keine Ahnung, da war ich schon längst weg, Mann, aber auf jeden Fall waren da viele Streifen bei den Kanälen, ne? Ja, verstehe. Ja, genau. Haben das alle von ihnen überlebt? Ich hoffe mal, Mann. Mein Manu, der liegt im Krankenhaus, Mann. Ja, verstehe. Die Ärzte wollen mir nicht sagen, was mit ihm los ist. Die anderen sind weggekommen. Ja, das ist klar. Ja. Tja. Blöd gelaufen, würde ich behaupten. Ja, das ist echt so, Mann. Das ist echt blöd gelaufen, Mann. Scheiße. Hier ist mir. Wie ist jetzt die Lage vor Ort? Haben Sie sich nochmal blicken lassen oder irgendwas droppen lassen, irgendwas angedeutet? Na, noch nichts, Mann. Ich werde erstmal schauen, ne? Ich werde erstmal warten, Mann. Mal gucken, was Diablo drüber sagt, ne? Ja. Genau, Mann. Ja. Haben Sie sonst irgendwelche Fragen, Mr. Napier? Glauben Sie, das Ganze wird für Sie irgendwelche Konsequenzen mit sich ziehen? Mit den Vitus Locus? Na gut, die haben uns nicht erkannt, ne? Ich bin ein Sturmhauben auf, Mann. Das wird sich zeigen, wie gesagt, ich warte erstmal, Mann. Da, wo auch die Schüsse gefallen sind, da hatten die den Mann auch in ihrer Gewalt, ja? War das ja. Ihr Gebiet oder war das einfach irgendeine Gasse? Das ist unser, ja gut, was, das ist schon unser Gebiet, Mann, das sind bei den Kanälen, ne? Also die können sich schon denken, wer dahinter steckt. Ich meine, die haben ja ihren Typen dann auch wahrscheinlich dort gefunden, ja? Ja, genau, Mann. Gibt es auf jeden Fall Diablo noch weiter, Mann. Ja, natürlich. Cool. Ich denke, die nächsten Tage wird sich zeigen, ob da von deren Seite noch irgendwas nachkommt. Ja, sie genommen. Ob sie da irgendwas befürchten müssen jetzt die nächsten Tage. Es kann auch sein, dass jetzt so ein Krieg herrscht, man weiß es ja nicht, man. Oder nur? Sag mal so, wenn man den Anführer von denen einpackt, dann könnte das auf jeden Fall ein Auslöser dafür sein. Ja, auf jeden Fall.
Wie sind Sie denn momentan aufgestellt? Was Mannstärke und ja, Feuerkraft angeht. Ja, Feuerkraft haben wir vielleicht 2-3 Gangsmann. Mehr auch nicht, und wir sind ungefähr 7-8 Leute. Hm. Ja. Die Vitus Logos sind, die haben sich wie die Ratten vermehrt, habe ich gehört. Die haben sich wie die Ratten vermehrt, man. Das sind fucking Kanickel, Mann. Sind schon ein paar mehr. Ja. Das Problem ist, Mann, dieser Jacks, Mann, den triffst du nur auf, wenn man den sieht, man nur an den fucking Lolitas, weißt du? Deswegen mussten wir da zuschlagen, Mann. Ja. Wo die zu zweit waren, Mann. Sonst findest du den nirgends, eh? Der Typ läuft nie alleine rum irgendwo. Das ist das Problem, Mann. Wie sieht es mit den anderen Leuten von denen aus, oder sind die immer nur... Aber die sind immer auf einen Haufen, Mann. Hm. Ja, verstehe. Ich denke, wir werden uns ein paar Gedanken machen, allerdings ist die Sache noch nicht abgeschlossen. Alles klar. Dahingehend wird sich jemand bei Ihnen oder bei Mr. Diabolo oder Mr. Tuco melden die nächsten Tage, ja? Alles klar, Mann. Wenn Sie irgendwas, erwidert bekommen von diesen Vitus-Wichsern, sagen Sie auch dahingehend mal Bescheid, ja? Ja, da gebe ich Bescheid, Mann. Alles klar. Dann passen Sie auf sich auf und... Alles klar, Mann. Hause. Ja, gracias, Mann. Gleichfalls, ja? Ja, schönen Abend noch. Adios. Ja. Ja. Aktuell scheint alles ein wenig holpriger zu laufen. Ja, scheint ganz so. Nun ja, wir beobachten erstmal die Sache mit den Cops, wie frei wir agieren können. Ja, werden wir machen. Mr. Cerno, haben Sie irgendwelche Kontakte zu jemandem, der mit irgendwelchen Cops nahesteht? Indirekt? Ich muss nur mal schauen, ob ich meinen Finanzberater da nicht eventuell ein bisschen... Ja, also mein Finanzberater sagt mir zumindest, wenn er Mr. Tanaka sieht, wo er ist, zu welchem Zeitpunkt und wie viele es sind. Ja, wie heißt Finanzberater? Mein Finanzberater? Der heißt Mr. Moore. Ja. Nicht verschwägert oder verwandt mit Frau Moore aus dem Duell. Mr. Moore ist da. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich habe ihn auch nicht darum gebeten, aber er hat nur mitbekommen, wie Mr. Tanaka mich drangsalierte und ich, seitdem bekomme ich SMS, wenn Tanaka sich bewegt. Oder seine Frau. Verstehe. Ja, wenn er denkt, dass es ihm hilft, der will einfach nur nicht auf die Fresse bekommen, so wie zu ziemlich jeder. Schade. Ich dachte wirklich, irgendwann vielleicht mag mich einfach jemand, weil ich es bin. Aber ist auch okay. Egal. Ja, also ich rufe ihn mal an. Ich war kurz zum Irish Pub vor und hol mir was zu essen raus, ja? Ja. Yeah. Ja, grüße Sie, wo sind Sie? Sie sind noch vom Alice. Okay. Bitte sagen Sie mir, ja, wenn Sie besonders gute Freunde von mir sehen, die ich ja so gerne um mich habe, in privater Kleidung und alleine, dann rufen Sie mich einfach sofort an und sagen mir, wie viele und wie gleich, ja? Versuchen Sie dahingehend auch etwas mehr Kontakt aufzubauen. Freunden Sie sich vielleicht mit denen an, weil, ne, die Zeiten sind unsicher und ist doch immer schön,
kompetente Freunde zu haben, die einen beschützen können, nicht wahr? Ja, wessen Vertrauen haben Sie denn? Mir ist das doch egal. Es muss nicht mir gefallen. Es muss nützlich sein. Meine Emotionen sind egal. Sagen Sie jetzt. Herr Tanaka. Ja gut. Super. Ja. Würde der sich mit Ihnen treffen, wenn Sie eventuell was für ihn hätten, das nützlich wäre bezüglich Mr. Tschernobok? Wenn Sie ihm sagen, Sie wissen etwas über Mr. Tschernobok, womit er mich am Arsch bekommt. Ja, dann belassen wir es mal dabei, ja? Alles andere erzähle ich in einem persönlichen Gespräch, sobald es spruchreif ist. Okay, spokojne noci und trinken Sie nicht über den Durst. Okay, super. Ach, und wenn Sie mir nochmal in der Öffentlichkeit Geld zustecken, dann hack ich in die Hand ab, ja? Was? Ja, danke. Okay, spokojne noci. Ja, also ich hab da jemanden. Ja. Yeah. Ja, der... Sie waren Sie vorhin nicht noch ein wenig verwundert, dass er Sie nicht wegen Ihrer Person schätzt, oder? Ja, schon, warum? Ja, nur so. Also ich bin schon nett zu ihm, so, glaube ich. Tja. Ich bin doch nett. Dachte ich. Egal. Er soll einfach seinen Scheiß machen. So privat, so, wenn irgendwas ist, dann ist das ja in Ordnung. Wenn es um die Arbeit geht, dann hat das so funktionieren. So kein Scheiße bauen. Ja. Wie sehr vertrauen Sie dem Mann? Ja. Angst ist seine größte Motivation und er ist der größte Schisser, der rumläuft. Ich vertraue ihm insoweit, wie keiner weiß, dass. Er wichtig für mich ist. Sobald jemand lunte riecht, dass er wichtig für mich ist, vertraue ich ihm nicht mehr. Aber sagen wir es mal so. Mr. Moore tut die Dinge, weil er einfach Angst hat, dass ich ihm die Fresse einschlage. Und weil er seinen Profit darin sieht. Also ich vertraue ihm schon sehr. Ja, ich verstehe. Ja. Glauben Sie, es ist jemand, den man für vertrauliche Dinge gebrauchen kann in Zukunft? Wenn sein Antrieb sich ändert, verstehen Sie, wenn er von Toyota Prius zu Ferrari wird, dann vielleicht schon. Aber derzeit läuft er auf Ökostrom. Sein Antrieb ist Angst und das ist nichts Solides. Von Angst getriebene Menschen machen irrationale Dinge. Es hält sich in Grenzen, weil das Ausmaß seiner... Weil das Ausmaß seiner Angst sich in Grenzen hält. Und er sehr. Bis jetzt noch nichts wirklich Großes zu entscheiden oder zu tragen hatte. Keine Aufgaben, die ihn wirklich gefordert hatten, aktiv. Aber ein guter Junge, ja, ja. Ja, ich verstehe. Ja. Wie geht es Ihrer Freundin? Ich weiß es nicht so direkt.
Sie hat viel Arbeit zu tun. Was ist mit den Leuten? Ja, geht ganz gut. Ich konnte. Leider wurde der Ring, den ich für sie ausgewählt habe, schon verkauft. Mr. Napier, im Itadi wartet jemand auf uns. Ja, Mr. Leroy. Ja, richtig. Made. Er hat sich nicht bei Ihnen gemeldet, Mr. Theano, nicht wahr? Er hat mir eine SMS geschickt. Salut, ich habe gesehen, Sie haben in den letzten Tagen versucht, mich zu erreichen. Leider lag ich bis heute krank im Bett. Was kann ich für Sie tun, wenn es um die Schimmelsache geht? Ich habe mich tatsächlich schon drum gekümmert. Oder so? Ja, wusste darauf, er, dass Sie der Herr mit dem Schimmel sind, ja. Ja, ja. Ich gab ihm dann, stimmt eigentlich, woher? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich habe ich mit ihm telefoniert. Ja. Er versprach mir, dass er sich dahingehend bemühen wird, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Mal sehen. Was gut, mir noch eingefallen ist, Mr. Napier. Ja. Yeah. Er hat ja mir, zu mir auch gesagt, dass er ja die ganzen Tage im Bett lag und krank war. Allerdings hat er sich, glaube ich, Montag bei einer gemeinsamen Freundin per SMS gemeldet. Das hat er mir, ja, hat er bei mir nicht erwähnt. Aber ich werde ihn gleich mal fragen. Gut, okay. Dann gehen wir nach oben. Ja. Guten Abend, Mr. David. Kommen Sie ruhig mit. Ja, natürlich. Bitte setzen Sie sich. Na ja, gerne doch. Abend. Hallo. Gut, Mr. David. Was kann ich für Sie tun? Eigentlich gar nichts. Was kann ich für Sie tun, Mr. Napier? Nun ja, scheinbar gibt es ja ein kleines Problem. Und bei diesem Problem hörte ich Ihren Namen und zugegebenermaßen war ich doch recht verwundert gewesen. Ich war auch sehr verwundert, nachdem ich ein paar Sachen rausgefunden habe. Über den ganzen Situationen, deswegen wollte ich mich drum kümmern auch tatsächlich. Klären Sie mich auf. Mit den Herr Tschernobob oder ich weiß nicht mehr genau, wie man den ausspricht. Da gab es einen kleinen Problem oben im Norden und ich muss den jetzt quasi noch aus der Welt schaffen. Ja, wirklich? Ja. Was müssen Sie denn explizit aus der Welt schaffen, Mr. David? Ich muss quasi in anderen Worten meinen Aussagen, den ich bei den Polizeien getätigt habe, überschreiben quasi. Also einen neuen aufnehmen quasi. Aussagen bei der Polizei. Wait, ich habe auch... Mr. David. Hatten wir nicht neulich erst ein Gespräch gehabt?
in der Dorf Sie hatten wir, Mr. Napier, mir erzählten, wie verschwiegen Sie sind. So wie ein Toter, den man in ein Grab reinlegt und wo man es zuschaufelt. Erde für Erde. So, dass er nicht mehr reden kann. Oh, so viele Zeug. Bin ich auch, Mr. Napier, aber ich kann Ihnen den ganzen Geschehen schildern, wenn Sie zulassen. Nun, Sie können es mir gerne schildern, aber tote Menschen reden in der Regel nicht. Also hätte ich gewusst, dass Sie dass ihr gut mit den Cherno seid, dann hätte ich keine Aussagen gemacht. Aber für mich war denn noch eine wildfremde Person, den ein Freund von mir angegriffen hat. Deswegen, ich wusste nicht besser. Und den habe ich auch schon Mr. Vukovic so erzählt gehabt, am Telefon. Ja. Nun ja, wissen Sie, das große Drum und Dran interessiert mich nicht. Das Endergebnis ist, dass Sie bei der Polizei eine Aussage machen. Was mich ziemlich verwundert. Wie gesagt, weil es eine wildfremde Person war, Mr. Napier. Hätte ich besser gewusst, hätte ich den nicht gemacht, wirklich nicht. Wissen Sie, wir kennen uns schon so lange. Und dennoch werde ich so enttäuscht von Ihnen, Mr. David. Warum kommen Sie denn nicht gleich zu mir, wenn Sie ein Problem haben? Ich habe nicht dran gedacht. Dachten Sie, dass diese Herrschaften mit diesen lustigen bunten Lichtern auf ihren Autos irgendetwas anderes können, außer nun ja, Kaffee trinken und naja. Haben Sie das wirklich gedacht? Ich weiß nicht, was ich mal bei den Sachen gedacht habe. Ja. Das wissen viele nicht, Mr. David. Bis zu dem Punkt, wo es gefährlich für jemanden werden kann. Da draußen so ganz alleine. Ruhe und man dann versucht, den Ganzen wieder gut zu machen, irgendwie. Wissen Sie, ich habe Ihnen eine Gelegenheit gegeben. Und ich habe Ihnen dahingehend einen kleinen Vertrauensvorschuss. Aufgrund der alten Zeiten zugesagt. Und innerhalb einer Woche schaffen Sie es, dieses in Luft aufzulösen. Ich habe Ihnen schon mal erzählt, dass Sie wie eine Investition sind und man Sicherheiten dabei braucht, wenn man in etwas investiert, nicht wahr? Und wo sind jetzt meine Sicherheiten, Mr. David? Naja, den einzigen, den ich machen kann, ist eigentlich wie immer, dass ich nicht reden und auch in Zukunft gar keine Aussagen mehr machen werde. Weil ich jetzt aus diesen Fehlern gelernt habe. Und es tut mir wirklich leid. Nun, wissen Sie, warum der Herr gerade gegenüber von Ihnen steht? Ehrlich zu sein, nicht nur. Nun ja. Der Herr würde jetzt mit Ihnen raus in die Wüste fahren und Sie dort lebendig begraben. Vielleicht werfen wir noch ein paar Schlangen rein.
Den wird nicht nötig sein. Dramatisch nicht. Nur vorher lasse ich sie natürlich das Grab selber ausheben. Den wird wirklich nicht nötig sein. Wirklich nicht. Ich habe ihnen versprochen, dass ich nichts sagen werde, weil sowieso ich erinnere mich auch an nichts, wirklich nicht. Deswegen kann ich nichts sagen. Und ich habe ihnen den versprochen und den Versprechen bleibt auch. Und ich habe den nicht gebrochen und werde den auch nicht brechen. Ihr Glück ist, dass Sie einen Freund hier sitzen haben. Mit Mr. Vukovic. Deshalb bekommen Sie von mir eine einmalig letzte Chance. Oh, danke Ihnen, Mr. Napier. Wie gesagt, ich werde Ihnen so beibehalten, dass ich nicht reden werde. Niemand wird irgendwas von mir erfahren oder sonst was. Gar nichts. Weil es auch nichts zu erfahren gibt. Ja. Mr. Vukovic, hatten Sie noch irgendwelche Fragen an Mr. David? Ja, tatsächlich. Eine Frage brennt mir doch sehr unter den Nägeln. David, du hast ja gesagt, du warst krank, nicht am Handy, warst oft am Apartment, hast dich ein bisschen ausgerührt. Wie kann es sein, dass ich erfahren habe, dass du eher trotz meiner Anrufe, die ich an diesem Tag geschafft habe, ich glaube, es war Montag, eine SMS geschrieben hast, dich aber nicht bei mir gemeldet hast? Wie, eine SMS geschrieben? Ja, sie hat mir gesagt, du hast ihr eine SMS geschrieben am Montag. In der Zwischenzeit hatte ich dich bestimmt schon 10-mal angerufen. Kann ich kurz auf mein Telefon gucken, den Anrufenlisten? Ja, guck ruhig. Aber was für Nachrichten? Sie hat mir jetzt nicht vorgelesen, welche Nachricht das war. Und wen? An Rea. Du hast dich bei Rea gemeldet. Zu den Zeitpunkten, wo ich dich schon einige Male angerufen habe. Ich denke, das war Montag. Sonntag hattest du mir gesagt, du kannst nicht. Weil dann macht Sinn. Ich hab mich doof gefühlt. Hätte ich dir gesagt, ich war krank und dass ich dir nicht helfen konnte. Achso, deswegen lieber 4 Tage nicht melden und dann sich doof fühlen. Ich bin dumm, ich weiß. David, ich hatte mich auf dich verlassen und du hast mir dein Wort gegeben. Eigentlich mag ich es nicht, wenn man sein Wort nicht halten kann. Na, kann ich mir vorstellen. Und nicht auf meine Anrufe reagiert. Hätte ich rechtzeitig abgesagt, hätte ich Bescheid gewusst. Gar kein Problem. Ich habe mir einfach nur den falschen Sachen dabei gedacht. Ja. War gar nichts in dem Fall. Die falschen Sachen bei Dingen, die du tust. Ich merke schon. Vielleicht solltest du erstmal nachdenken und dann handeln in der Zukunft. Weil den Punkt geht an dich tatsächlich. Und wenn du Probleme hast, nicht zu den Cops rennst. Aber ich denke, das hast du ja jetzt verstanden. Na, ja, dann hab ich jetzt verstanden. Gut, okay. Dann sollte Ihnen jetzt klar sein, dass für heute zwischen Ihnen und dem Grab in der Wüste oben in Graveseed im Grunde genommen nur Mr. Vukovic dazwischen stand, ja. Dann haben Sie doch in Zukunft ein wenig mehr Respekt für Ihren alten Freund.
Hab ich schon. Gut, okay. Ich nehme an, die Sache zwischen Ihnen und Mr. Cerno ist damit bereinigt, oder? Ich muss noch ein paar Dinge erledigen und dann... Das mit der Polizei, das können Sie sich sparen. Okay, dann habe ich trotzdem noch was zu erledigen. Ja, in dem Fall. Ja. Mein Name ist Chernobog Evgenievski Medvedev. Wiederholen Sie bitte. Chernobog... Evgenievski... Evgenievski... Medvedev. 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 Okay. Wiederholen Sie. Chernobog Evgenievski Medvedev. Scheiße, tut mir leid. Chernobog Medvedev reicht. Sagen Sie es nochmal. Chernobog Medvedev. Danke. Jetzt bin ich zufrieden. Gut, okay. Hallo, dann wird Mr. Vukovic Sie wieder nach unten bringen, Mr. David. Es sei denn, Sie haben für mich noch irgendetwas. Tatsächlich nicht nur. Gut, okay. Eine andere Sache. Bei Venture. Mhm. Wie treten Sie mit den Leuten in Kontakt? Den Leuten rufen an und je nachdem, was sie für ein Problem haben, kommt denn zu mir. Und dabei schreibe ich mir auch immer den Telefonnummern auf mit den Namen. Ich habe so einen kleinen Listen. Ja. Yeah. Sie nehmen aber nicht zufälligerweise die Adressen mit auf, ja? Nein, den nicht, ne. Ja. Meinen Sie, Sie bekommen es hin, in Zukunft Namen und Adressen mit zu notieren? Kann ich machen, weil ich kann versuchen. Weil. Sehr gut. Ich möchte, dass Sie sich ein Register dahingehend aufbauen. Damit, wenn man Sie kontaktiert, Sie zu einem Namen auch immer den passenden Ort haben. Mhm. Vielleicht schaffen Sie es ja auch im DOL einen Kontakt mit herzustellen, der die ein oder andere Gefälligkeit für Sie erledigt. Kann ich nicht garantieren, aber ich kann ja probieren. Nun, die Venture-Sache kriegen Sie hin, oder? Ja, denn mit Venture bekomme ich ganz sicher hin. Gut. Dann werde ich mich mal diesmal drauf verlassen. Final, Mr. David. Nur dann mache ich mich. Gut, okay. Sollte es irgendwas in Zukunft geben, wie man Ihnen helfen kann, sagen Sie Bescheid. Werde ich machen, ja. Dann noch einen angenehmen Abend. Ebenso ein... Ich hoffe, es war nicht unangenehm, dass ich was gesagt habe. Nein, okay. Okay. Das heißt, die Sache ist bereinigt für Sie, ja. Ja, was es bei dir angeht. Natürlich darf er trotzdem noch einen Blumenstrauß meiner Dame bringen und sich entschuldigen. Ja, dann hätten Sie es gerade klären müssen. Das war der Tisch dafür, Mr. Cerno. Was? Sie haben aber nur verlangt, dass er Ihren Namen richtig ausspricht. Damit müssen Sie jetzt leben. Ach so. Ja, ja. Reicht mir. Er weiß ja Bescheid. Ich sagte nur, dass mit dem PD das mit der Polizei, das hat sich ja geklärt, das sagte ich ihm. Das mit den Blumen für meine Freundin, das weiß er ja schon länger. Seit heute Mittag. Oder so. Ach, egal. Gut, okay. Glauben Sie, er kriegt diesmal die Sache auf die Reihe, Mr. Vukovic? Ich hoffe es für ihn. Ja. Ich bezweifle stark. Ja, wenn ich ehrlich bin, ich auch. Deswegen hoffe ich es für ihn. Ja, sonst kann er ja schaufeln gehen, der Grapeseed.
Ja, Mr. Kovalenko, besorgen Sie schon mal ein paar Schlangen. Ja, ich glaube, im Unicorn ist irgendwie eine tote Schlange gefunden worden, als wir den Laden übernommen haben. Sie ist tot mittlerweile. Also, Sie kannten die Schlange, die da drin war. Ja. Ja, da lag halt, die lag halt leblos da und dann, ja. Dann war das Miss Boos schuld. Sie hatte da eine recht interessante Show mit der Schlange. Ich nehme an, Mr. Vukovic hat diese ebenfalls zu Gesicht bekommen. Im Unicorn, meinen Sie? Ja. Vermutlich, Mr. Napier, vermutlich. Gut, okay. Ja. Das heißt, wir nutzen die Tage unserer Kontakte, um irgendwie an Informationen über Kopf zu geraten. Miss Kane und die Hamptons sind interessant. Mr. Popmeyer ist interessant. Mr. Bischloff ist interessant. Ja. Mr. Mosquera ist interessant. Und wenn es die Tage dazu kommt, dass wir hier beschattet werden und einer von uns bekommt sie und einer von uns bekommt sie irgendwie hier weggelotst, dann schaffen sie jemanden ran auf dem Motorrad, der ihnen ein paar Kugeln in den Kopf jagt. Wenn die hier wieder so rumschleichen, ja? Ja, machen Sie es nicht vor dem Italy, sondern am besten Fall, naja, so wie wir es gerade getan haben. Einer lockt die weg und jemand anders kommt dann unauffällig und lässt schöne Grüße da. Ja, ich verstehe. Beobachten Sie die Situation nur gut, wenn Sie aufgepasst haben, war der Anmarktwagen hinter uns her, aber auch in der Nähe eine Streife anscheinend. Ja, richtig. Ja, die Fugen anscheinend direkt durch. Ja, war bei uns das gleiche Verhalten. Im Stadtpark hat der Anmarkt uns verfolgt, da kam eine Streife dazu. Ja. Gut, okay. Gibt es sonst noch irgendwas? Mr. Tanaka? Mit Mr. Tanaka habe ich kein Problem. Ja, gut. Die Namen, die ich genannt habe, sind interessant. Okay. Okay. Ja, gut, ich hätte auch nichts mehr. Ich würde mich dann auch ins Apartment verabschieden. Ja. Ja, ebenfalls. Die Sache mit Vespucci warten wir erstmal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, richtig. Haben Sie da neue Informationen bekommen von irgendwie? Ja, wir haben nochmal mit dem Spike geredet, wie das abgelaufen ist. Okay, also Vitus gegen Maras, oder? Ja, bisher kam noch nichts. Allerdings, es wäre schön gewesen, wenn das geklappt hätte, sag ich mal so. Die hat nämlich diesen Jakes da eingepackt. Okay. Aber naja, zu schade. Ja, was der erzählt hat, kann ich dir auch morgen erzählen. Ja, das läuft. Ja, klar. Weil es jetzt nichts super Dramatisches. Dann eine gute Nacht, auf Wiedersehen. Ja, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Boah, Mr. Vukovic. Ja. Also, hier gibt's noch was zu essen. Mit so mit Wedef, ich kann mal nach. Ja, das wäre super. Ja. Ja, folgen Sie ihm ruhig. Ja. Ja.
Ach, haben Sie jetzt ein Auto oder soll ich Sie wieder zurückfahren? Nein, nein, alles gut. Ich fahre jetzt mit dem Auto. Wir werden immer eingesperrt hier, Mr. Medvedev. Ja. Gut, okay. Ja, dann noch eine gute Nacht. Ja. Guten Abend noch. Angenehm, spokojna. Jetzt habe ich schon voll die Filme, ey. So, Napier schließt sich den Trend an. Welchen Trend? Aber sehr interessant, dass Tscherno auch die Füße still und den inneren Vulkan in Schach halten kann, wenn es sein muss. Ja, das stimmt, ja. Wir waren die letzten Tage sehr passiv unterwegs, findet ihr auch? Ich weiß nicht. Napier muss wieder mehr in Aktion treten, glaube ich. Ah, irgendwie. Vielleicht müssen wir auch uns irgendwie von Italy wegbewegen. Problem ist halt die Akte. Ja. Ja, da ist was dran. Sei nicht so hart, Napier hatte Kopfschmerzen. Ja, das kommt auch noch hinzu. Deswegen war es ja die Tage ein bisschen ruhiger. Für Napier, aber irgendwie. Ach, ich keine Ahnung. Leider ist Napier verweichlicht. Und nicht an einer Expansion aktiv. Verwichlicht? Hä, was meinst du? Ich weiß nicht, was du meinst. Und nicht an einer Expansion aktiv? Ich verstehe deinen Satz nicht. Verweichlicht. Aber was mit der. Was meinst du mit Expansion? Warum denn verweichlicht? Hä? Härter durchgreifen? In welchen Dingen denn? Was soll ich denn noch machen? Wir expandieren doch auch. Die Mexikaner werden so stark und die Pechinos gehen im Kreis. Die Mexikaner! Eine Straßengang. Nee. Dann, da verstehst du was falsch. Wir sind doch noch gar nicht in Erscheinung getreten. Ja, aber wir lassen das doch aktuell die anderen machen. Wir bezahlen doch aktuell welche, die das für uns übernehmen. Stell dir mal vor, wir können auch selber darunter gehen, aber... Aber warum? Wir sind eine Mafia. So, wir lassen ja arbeiten. Alle so, Mr. Napier ist größenwahnsinnig. Jemand im Chat, Napier ist nicht aggressiv genug.
unserer Mafia handeln und lassen doch nicht nur Worte walten. Ja, hä? Ey, wir haben eine Gang bezahlt, die den Leader da einpacken soll. Und, und das hat bei denen nicht geklappt. So, und wir hätten hier nicht nur mit denen ein Pläuschen gehalten, so. Nee, ist wieder schuld, wie immer. So. Aber das kommt alles noch. Das wird schon in die richtige Bahn gehen, keine Sorge. Also was die Mexikaner angeht, da bin ich tiefenentspannt. Huch. Die werden wir, das werden wir noch unter Kontrolle kriegen. Und ansonsten, und ansonsten gucken wir uns die andere Sache auch noch an, die jetzt noch auf uns zukommt. Das mit den Cops ist viel schlimmer. Das müssen wir noch irgendwie gedeichselt kriegen. Naja. Naja, 1 Uhr schon wieder. Hatte Nepe gestern noch das Gespräch mit Pelle? Vielleicht? Napier schnippelt halt nicht mehr immer selber, weil er jetzt eben kein einfacher Handlanger mehr ist. Also, das Ding ist, erst einmal haben wir die Akte, weswegen Napier sich ein bisschen zurückhält. Und ich lasse die anderen mehr machen, das sage ich auch IC, damit die mehr lernen. Die müssen mehr lernen halt, ne? Weil sonst wartet man immer auf Napier. Wir müssen halt gucken, dass die... Das hat ja Pacino mit uns auch gemacht. Pacino hat uns immer mehr machen lassen. Damit wir aus uns rauskommen. So, und genau das versuche ich mit den anderen auch. Ihr habt's heute ja gesehen. So, wir stehen im Italy und alle stehen drumrum. Und wissen nicht so wirklich, was zu tun ist, wisst ihr? So, und das müssen wir so ein bisschen rauskriegen. Aber es klappt schon. Wir müssen morgen mit Farkash, ich mache mir mal eine Liste. Farkash will ich reden. Mit Cerno haben wir guten Kontakt. Wir gucken mal. Ja, alles klar. Nee, ist ja kein Problem. Also wenn das ein Eindruck ist, ist es ein Eindruck. So, ja. Also wenn, dann kann ich hier bestätigen, wir lassen mehr machen, aber trotzdem sind wir eigentlich recht konsequent und gut. Also, ich würde uns jetzt nicht als zu weich bezeichnen, das nicht. Oh, ein Gast. Aber das kommt noch. Kommt alles noch. Cerno ist ein Goldstück. Ja, zum Beispiel. Also Cerno und Vuku schickst du los und die regeln halt, ne? Also Pelle auch, natürlich. Wir kennen ja das zukünftige Drehbuch nicht und wissen nicht, was Patrick mit dem Chef vorhat. Wohin soll Napier gehen? Was ist mit Kaifek? Kaifek ist aktuell sehr ruhig. Das ist sehr interessant. Aber wir werden noch sehen. Naja, Leute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Bleibt gesund und wir sehen uns morgen Abend wieder. Morgen Abend gegen 21 Uhr. Diesmal war es pünktlicher wahrscheinlich. Passt auf euch auf. Danke fürs Zuschauen, danke für den Support. Und naja, ihr wisst ja, was da wahrscheinlich jetzt losgeht, nicht wahr? Browser hat sich aufgehangen, wartet mal kurz. So. So. Es ist wieder soweit.
Ein ereignisreicher Abend geht zu Ende. Und natürlich sind wir gespannt, wie die nächsten Tage voranschreiten. Unser Blutdurst muss gestillt werden. Heute gehen wir zu einem ganz neuen Kandidaten. Jemand, der ganz am Rande unserer Expansion steht. Ich habe gehört, er hat ebenfalls ein kleines Kartell am Start. Also zieht los. Ihr repräsentiert uns das erste Mal bei ihm. Wir sind Kaifek. Hier draußen zeigt es der Welt. Bis morgen.